Hamdi, komm wieder rein. Hamdi, du hast eine Anfrage geschickt. Komm noch mal rein, ich will dich kurz was fragen. Komm bitte rein, ich will dir zwei Sachen zeigen. Komm rein, Hamdi. Hamdi, komm rein. Hamdi, ich habe eine Frage gestellt. Mach doch nicht die Anfrage weg. Komm wieder rein. Okay, so, jetzt. Hamdi, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Warum debattierst du mit kleinen Kindern? Ich chill. Ich kann dir auch wieder liegen beim Liegen. Warte. Hamdi, bist du gerade im Krankenhaus? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen müde. Hamdi, alles gut. Hamdi, eine Frage an dich. Ja. Hier haben wir eine Kohle, hier haben wir einen Stein. Was ist der Unterschied zwischen Kohle und einem Stein? Ich weiß, ich habe dich wehgetan, aber das tut nicht, es geht nicht um Stein und Kohle, es geht um Vergebung. Ob dies oder dies, weißt du, Substanz vergeben die Sünde. Sündenvernichtung? Boom. Ganz kurz. Hör mal, warum debattierst du mit der EU, das kleine Kind vorher? Es ist ein Kind. Soll ich dir sagen, dass die Wolke, was gemeint damit schwer? Soll ich sagen? Lass uns, mit der Kohle habe ich dich begraben, jetzt komm woanders. Soll ich sagen, warum die Wolke schwer? Wir reden mal über diese zwei Sachen. Ist der Kohle Substanz? Okay, ist der Kohle Substanz? Es geht hier nicht um Substanz, ich habe dich gefragt. Okay, ist die Stein eine Substanz? Okay, und das ist das die Kohle, ist Kohle eine Substanz und Stein eine Substanz? Hört zu, ist die Kohle eine Substanz oder nicht? Achso, ist die Kohle in Jesaja vergibt deine Sünde oder nicht? Ist egal, ob du verschiedest oder nicht. Nochmal, okay, wenn dann die mit Hamar und Stangen reden. Was ist der Unterschied zwischen einer Kohle und einem Stein? Bitte erklär uns das mal. Stein ist Gestein und Kohle entsteht aus einem Holz oder von Boden oder Vulkan. Ist egal. Was von Holz? Kohle besteht aus Holz. Kannst du das nicht? Weißt du, du kommst aus Afrika, oder? Wir kommen von dort, wir machen Kohle, oder? Das hier besteht aus Kohlenstoff. Und das hier ist ein Stein. Okay, Moment. Weißt du, dass in Afrika, wie wir das Was machen? Was ist der Unterschied zwischen Kohle und einem ein Stein? Moment. Wir machen ein Loch, wir begraben dicke Holz und danach zünden wir von Frage. Unten. Lass mal eine Woche lang, dann kommt die Kohle raus. Weil du kein Wissen hast, bitte nicht reden. Hör zu. Nein, du wurdest begraben. Ergebnis. Ja, das ist genau so. Du hast nicht einmal gewusst, wo sind die? Hamdi. Hör zu. Das macht keinen Sinn, wenn ich sage BMW oder Audi, beide vergeben Sünde. Okay, hör zu, ist die Kohle bei dir vergibt Sünde? Okay, nochmal, spring nicht vom Thema. Okay. Ein Stein vergibt keine Sünde. Okay, erklär mir Wir du, erklär sprechen mir von einer glühenden Kohle, was vom Tempel die Kohle Gottes vergibt. Durch einen Seraphim überliefert worden ist, während Jesaja diesen Traum hatte. Es war zu einer Sündenvernichtung. Es war eine einmalige Sache. Okay. Das und was macht er? Dieser Kohle. Und was macht er? Lass mich reden. Was macht er? Lass mich reden, weil ich habe dich begraben. Wenn du hier eine glühende Kohle hast. Bitte hör auf zu sagen, dass wir begraben. Was Schande für Christentum. Du hast nicht einmal gewusst, wo sind die Fiasse. Wenn du eine glühende Kohle hast, Hamdi. Ich weiß, du hast Angst, Hamdi. Ich weiß das. Wenn Hamdi, hör auf zu sagen, Hamdi hat Angst. Hör auf damit. Hamdi, du wurdest du begraben. Traust du dich nie zu mir. Komm, Hamdi, ich hab dich schon. Okay. Hast du nicht einmal gewusst, wo sind diese Fiasse? Wie kannst du mich begraben? Wie? Okay, ich erklär's dir. Eine glühende Kohle. Was ist Ihre und Aufgabe ein in deiner Bibel? Okay. Egal, vergiss mir. Was ist Ihre Aufgabe? Nein. Wir bleiben beim Thema. Dann das Glühen. Ganz kurz. Glüht es, glüht der Stein oder schmilzt der? Komm, wenn mit über 1000 glühte Stein. Weißt du, was? Der schmilzt bei 6000 Grad, was redest du? Ja, oder 6000 Grad, egal, aber das schmilzt auch. Bei 6000 Grad, das schmilzt, das glüht nicht, das schmilzt. Und Kohle? Kohle glüht, was redest du? Okay, und Kohle, was macht denn deine Bibel, wenn er berührt deine Lippen?
Du hast keine Ahnung. Merkst du was? Merkst du was? Du hast keine Ahnung. Oh nein, du hast. Okay. Leute wissen, ich studiere der Bibel seit 20 Jahren. Jetzt machen wir das noch besser. Komm zum die Wolke. Vergiss es. Mit der Kohle hast du da mal gewusst. Wir bleiben beim Thema. Du tust mir leid, Wallah, du tust mir leid. Nein, Hamdi, du wurdest richtig begraben und du weißt das. Nein, die Leute haben dich ausgelacht. Du hast nicht einmal gewusst, wo sind die Verse. Hamdi. Wie? Hamdi, das hab ich ausgelegt. Keiner Wallah, hat mir geholfen. Nein, doch, Hamdi, wo ist dein Vers? Hamdi, wo ist dein Vers? Bitte. Sag's mir, wo ist dein Vers? Ich chille, hast du gesehen? Ich chille. Wo ist dein Vers? Jesaja 6, was? Welcher Vers? Ja. Ja, aber das ist doch normal, wenn ich dich frage, ja, gib mir den Vers, ist doch okay. Das ist wie, wenn du zu mir sagst, recht, ja. Gib mir alles die gut. Sure. Das war's. Stimmt. Ja, meine Frage war jetzt, Hamdi, wenn du jetzt eine glühende Kohle nimmst und wenn du hier einen Stein, hier siehst du einen Stein, du hast in der Debatte gesagt, Stein vergibt Sünden, wie bei uns. Dann habe ich gesagt, hey, das ist falsch, das stimmt doch gar nicht. So, wenn wir lesen, was steht bei der Kohle? Und wann er berührt deine Lippen, was passiert? Mit einer glühenden Kohle. Ist egal, mit einer Glüh oder mit einem Kot von Kacke. Das ist nicht egal, hier. Das ist was Kontext, steht dort? Das ist Kontext, mein Lieber. Okay, es steht dort, wann er berührt deine Lippen. Lass mich. Ich hab dich gehört. Wann er berührt deine Lippen, was passiert? Wann er berührt deine Lippen, was passiert? Von der Glühstein, was du hast, Kohle. Durch was passiert, wenn er berührt deine Engel? Was passiert? Durch den Traum von Jesaja, den er hatte. Was passiert, wenn er berührt deinen Mund? Kam der Seraphim. Nochmal, das ist ein Stein. Ja. Das ist eine glühende Kohle. Okay, passt. Ja, habe ich verstanden. Okay, Monsieur, je comprends, I understand. Was passiert, wenn er berührt die Kohle deiner Lippen? Je comprends. Was passiert, wenn er berührt deine Lippen? Wrong. It's when you right. take a stone. No. Yes. When you have a stone. All right. When you have a stone. And when I you get jetzt it, yes. eine Kohle hast. Are they yes. both the same? I'm going to ask you the yeah. question. Are they both yeah, the same? Yeah, there is substance. Klar, sind okay. Substanzen, ist egal. So, if you say they're the same. If you say they're yeah. the same. Okay. Bei wie viel Grad glüht er ist und egal, bei wie viel Grad? Es geht um Sünde. Ist egal. Nein, Grad, es geht um Verstehe Sünde. Das nicht. I am trying to help you. Ja, help Andy, me, du weißt help me. What? Nein, ich weiß das. Okay, was macht er, wenn er berührt deine okay. Lippe mit der Kohle? I'm gonna. Ich antworte dir. Also. Antworte bitte. Wenn wir dir sagen, deine Antwort war, du hast gesagt, Knockout dein Leben, Stein vergibt Sünden. Dann habe ich gesagt, sicher, und war Knockout dein Leben. Lass mich doch reden. Okay, hab doch keine dann. Angst, Hamdi. Ich weiß, dass du Angst hast. Aber, ja, guck mal, hör auf, Hamdi, ich geh raus. Wenn du sagst nochmal, geh ich raus. Hamdi, hör mal. Hamdi, du sagst das nochmal, Hamdi, Angst, ich geh raus, okay? Flex. Hamdi. Wallah, ich geh Hamdi. Raus. Weil du weißt ganz Hamdi. Genau, ich habe ganz, ich komme zu eurem Hamdi. Gehege, aber keiner kommt zu Hamdi. Mir, weil ihr Angst habt. Hamdi. Also weiterreden, okay. Teach me, please. Hamdi. Teach me, Hamdi. Teach me. Wenn teach ich me. Angst, hör mal zu, Hamdi. Wenn du ein Gegner wärst, dann hätte ich dich okay. hochgeholt. Du bist für mich kein Gegner. Du bist kein Gegner. Ja. Hol mir deine Imame, aber du bist kein Gegner. Hör mal, du brauchst keine Imame. Du bist kein Gegner, Hamdi. 20 Jahre hat deine Gilead auseinandergenommen, aber du riechst du so. Weißt du, wo du dich begraben hast, Hamdi? Ich erklär's dir. Ja. Du hast gesagt, Stein vergibt unsere Sünden. Warte. Und was macht die Kohle? Was macht die Kohle deiner Halinkar? Lach doch nicht verzweifelt, lass mich doch reden. Ich will nicht was. Ich lach dich aus, weil die Leute lachen dich aus. Du willst, nein, was ist Steine, was ist Kohle? Aber hör mal, nein. Steine vergibt Sünde. Und die Kohle, was macht er? Vergibt hast, auch Sünde. Und ich berühre deine Lippen und deine Sünde wird vergeben. Wrong, steht wrong, in Jesaja. Das war nicht mal der Kontext. That was not the context. You okay. said, du hast gesagt, teach me, ein Stein vergibt uns Sünden. Ich habe dir gesagt, nein, das ist falsch, da steht glühende Kohle. Du wusstest nicht mal, was ein Stein ist und du wusstest nicht mal, was eine glühende Kohle ist, Hamdi. Das wusstest du gar nicht mal. Und dann habe ich zu dir gesagt, die glühende Kohle kam aus dem Tempel Gottes zu Jesaja, berührte seine Lippe und es ging um die Sündenvernichtung.
und du hast das mit einem Stein verglichen. Wir sprechen hier aber von einer glühenden Kohle und nicht einen Stein. This is a stone, my friend. This is a stone. Du kannst nicht sagen, dass dieser Stein eine glühende Kohle ist. Hast du gehört? Habe ich gehört, ganz brav. Ask you a question jetzt again. Bin ich dran. Wait a minute. I'm not finished. You are afraid now. You are afraid. Okay. No, tell me. Let me. Let me speak, please. Please. No. You talk let over me now. Finish. Okay. Let Lass me mich reden jetzt bitte. Lass mich reden. Okay, alles gut. Alles gut. Flex. Also Flex. Sehr gerecht. Okay, sonst komme ich nie wieder zu dir. Sehr gerecht. Lass mich doch zu Ende führen. Die Leute sagen zu mir, hör mal, ja, Leute sagen zu mir, Flex ist gerecht. Geh zu ihm. Ich bin hier, du lass mich nicht ausreden, lass mich ausreden. Hör mal, ja. Flex, Steine, hör mal, bitte. Steine, Gummibärchen, Auto, Reifen, ist egal, sind Substanzen, okay? Sind Substanzen, ja, ist egal. Substanzen. We are Kohle. Speaking about all bitte, these things. Let me speak, don't be arrogant. Spring nicht auf Steine, also, spring nicht auf Auto, okay, alles egal. Warte, bitte. Okay. Beide Substanzen erschaffen von Gott, das wissen wir. Du und ich, wir wissen das. Aber trotzdem, deine Bibel steht, dass diese Kohle vergibt deine Sünde, wann berührt deine Zunge. Damit. Okay. Wo siehst du Unterschied, was ich gesagt habe? Wer hat die Kohle gebracht? Gott hat es erschaffen. Falsch. Der Seraphim, falsch. Der Seraphim ist ein Engel. Ja, ist ein Engel. Du hast gesagt, Gott. Wallah. Leute, das heißt, aufnehmen. Aufnehmen. Gott erschaffen, habe ich gesagt. Gott erschaffen, habe ich gesagt. Wrong. Falsch. Wer hat erschaffen Kohle? Wer hat erschaffen Kohle? Wer hat erschaffen? Okay, wer hat das erschaffen? Cool. Was meinst du erschaffen? Von deiner Hand, wer hat das erschaffen? Es geht nicht um erschaffen, es geht darum. Okay, wer hat das getragen? Seraphim, alles gut. Okay, alles gut. Seraphim, mein Freund, Seraphim tragt die Kohle und berührte deine Lippen. Was passiert? Deine Sünde wird vertilgen. Was hat Jesaja gemacht? Warum das dazu dient, dass Jesaja die Sünden vernichtet werden müssen? Warum? Durch die Kannst Kohle. Mir das erklären? Weil der Kohle berührt deine Sünde. Warum kann er nicht das Seraphim im Kopf zu dir Flex? Was hat er gemacht? Moment, warum hat das getan? Hat berührt deine Zunge damit, dass deine Sünden sind vergeben. Falsch. Okay? Das ist nicht die Frage. Ja, ich weiß. Von Tempel und bla bla bla. Was hat Jesaja getan? Können wir miteinander jetzt schön reden oder lass mich nicht ausreden? Lass mich ausreden. Weil du keine Ahnung hast. Der Seraphim? Ja. Was hat Jesaja gebracht? Du hast ihn einmal gewusst, Flex, bitte. Bitte. Soll ich dir geben noch Zacharia? Schau, okay. Geh mal, okay, das macht keinen Sinn, mit dir zu reden. Geh mal Zacharia 3,9 und erklär mir das. Bitte. Was hat Bist du ein Jesaja Mann? Getan? Bist du ein Mann? Zacharia 3,9. Was hat Jesaja getan? Zacharia 3,9. Es geht nicht um Zacharia. Was hat Jesaja getan? Dieser Kohle hat deine Lippen berührt und deine Sünde vertilgt. Gefertigt, Falsch. Erledigt. Was? Hat Jesaja getan. Erklär mir das. Die glühende Kohle. Das Seraphim. Diese glühende Kohle hat der Seraphim getragen und hat das berührt der Lippen und deine Sünde sind vergeben. Was ist das Problem? Du willst Thema haben. Jesaja 6,6. Jesaja 6,6. Lies das. Okay, lies das vor, Leute. Okay, ich liege falsch. Lies das vor, Leute, bitte. Jesaja. 6,6. Du rennst gerade weg. Meine Frage war. Warum hat der Seraphim diese Kohle zu Jesaja gebracht? Dass er seine Sünde vergebe. Wo ist das Problem? Was hat aber Jesaja getan? Hat er eine Kohle genommen, hat er seine Lippen berührt und dann ist die Sünde vergeben. Falsch. Meine Frage ist, was hat Jesaja getan? Hat die Kohle berührt, der Seraphim seine Lippen und dann seine Lippen so vergeben. Die Sünde vergeben, fertig, Thema erledigt. Hajar, jetzt gehst du Zacharia 3,9. Abu Hajar. Lass Hajar aus. Tu ich, komm. Nein, tu nicht. Schau, ich chill im Bett und schlag dich aus. Gib mir noch. Hajar, erklär mir Zacharia 3,9. Erklär mir Zacharia 3,9. Wir sind nicht bei Zacharia 3,9. Abu Hajar. Ja, boah. Angst. Hey. Hamdi, hast du, Abu Hajar, du bist Zeuge, hast du gesehen, wie Hamdi zum anderen Vers springt? Er kann das nicht mal erklären. Ja, weil das macht keinen Sinn. Du guckst mir immer die Kuhle mit Steine. Was hat Jesaja getan? Keinen Sinn. Was hat Jesaja getan? Ich will nur darauf eine Antwort.
Genau, lass uns bei hör diesem mal. Vers bleiben, bitte. Ob er, hör mal, ob er damit Thema. Getanzt, lass mich jetzt, ob er damit tanzt oder auf den Kopf gestellt, was ist am Ende? Was hat deine hat Sünde vergeben. Eine Steine vergibt deine Sünde, Jesaja 6,6. Jetzt gehen falsch. Wir in andere Steine. War, dritter, okay, Buch Mose, okay, alles gut. Dritter Buch alles Mose 26,1. Wir verbeugen uns nicht vor einem Stein. Warum? Der Herr, okay, unser Gott, okay, unser Herr Jesus Christus, auch nicht, ist unser Gott. Und wir auch nicht. Meine Frage wir, okay, okay. Ist, was ich stehe jetzt auf, getan? Warte mal. Ich stehe auf jetzt und du bist deine Ende jetzt. Ich habe genug ja, geredet. Jetzt schauen wir, du hast genug komm, gelogen. Beweis es uns. Also, komm. Hör mal, hör was mal, hat hör mal. Hör mal, jetzt warte, ich stehe auf. Warte mal, mein ja. Freund, warte, warte. Was hat also, Jesaja getan? Reden wir jetzt. Reden wir. Achso. Ja. Du hast gesagt, wir verbeugen uns nicht vor einem Stein. Alles gut, du verbeugst dich nicht vor einem Stein. Auch, was macht der David im Psalm? Lass mich ausreden. Was macht der David im Psalm 5? Lass mich ausreden. Psalm 5, 8. David beugt sich. Lass mich ausreden. Ja, schau mal. Ich wette mit dir, dass du kennst nicht einmal die Bibel. Schlag auf, Jesaja. Warum? Schlag auf, der Psalm 5,8. Für die Kohle zu Jesaja gebracht. Auch deine, wegen deine was, Lippen was und deine Sünde, seine Sünde zu vergeben. Ist nicht meine Frage. Ich bleibe warte so mal, lange rhetorisch, bis du uns eine Antwort gibst. Ich bleibe so lange rhetorisch, Hamdi, bis du uns eine Antwort gibst, weil heute wirst du richtig begraben heute. Komm. Sag mir mal, warum das so ist. Du bist auseinander, tausendmal auseinandergenommen. Du bist wohl begraben. Die Leute haben dich ausgelacht. Hör auf, warte mal. Hol mir gleich. Hör zu. Schalte den Laptop jetzt. Warum warte mal, schalte meinen Laptop. Warum hat der Seraphim die glühende Kohle was? Zu Jesaja gebracht? Ja, ja, ich hatte was gesagt. Siehst du, oder? Ich schalte jetzt meinen Laptop. Bitte hol mich sofort, okay? Hol mich sofort. Nein, bleib hier. Bleib hier. Nein. Ich bleib da. Ich brauche mein Handy. Bleib hier. Ich brauche mein Handy. Ja. Okay? Bleib hier. Gib eine Antwort. Warum hat Jesaja hör mal. Kohle? Ja. Warum hörst, wurde seine kannst, Zunge kannst du hören? Kannst du hören oder nicht? Kannst du hören oder nicht? You listen yeah, to me. Ja. I want the answer. You listen. Yes. Listen. I take okay. now my computer, I open it, and I come back. Just 1 second, I come, and we speak. Okay? Because I need my hands. I want an answer when you come back. Yes, I answer. Don't worry, I answer. Wallah, by Allah. But take me. Okay. Hold to me. Fear Allah. Fear Allah. Fear you Allah. All right. And don't worship the man. Okay, alles gut. Ich bin sofort da. Bitte hol mich. Für Allah. No problem. Okay, für Allah. Falscher Grund. Sofort, bin ich da, sofort. I am waiting for you. No worries. Patrick, wir bleiben so lange rhetorisch, Patrick. Ich sag dir, wo das Ding jetzt ist, Patrick. Du musst Gottes dich nur Segen. Stunden. Gottes Segen. Segen. Wenn er wieder zurückkommt, er hat die Antwort nicht. Er hat sich blamiert und er weiß das. Es geht um den Hesekiel-Vers, wo der Seraphim aus dem Tempel Gottes die glühende Kohle holt, um Jesaja die Lippe zu berühren, dass seine Sünden vergeben werden sollen. Das heißt also, Patrick, wenn er reinkommt, bleiben wir jetzt so lange rhetorisch, bis er uns die Frage beantwortet. Und zwar, er soll uns sagen, warum hat der Seraphim die glühende Kohle gebracht, um dass seine Sünden vergeben werden sollen. Er soll uns erzählen, warum Jesaja, was ist der Grund, warum der Seraphim diese Kohle gebracht hat, weil das steht alles im Kontext. Und er soll uns das mal erklären. Das war Jesaja 6, genau, nicht Hesekiel, sorry, Jesaja 6. Deswegen, Patrick, hast du soweit verstanden, Patrick? Ja, Hamdi soll hochkommen, ich warte schon lange auf den, komm. Hamdi genau, hoch. Alles klar. Jetzt schauen wir mal, ob er uns eine Antwort drauf gibt. Und ich hoffe, dass er ehrlich bleibt. Zur Verstärkung von lauter Angst, gell? Mach dir keine Angst. Ich tu die nicht. Patrick ist ein Bruder, alles gut. Jetzt gib uns mal eine Antwort. Patrick ist korrekt. Ja. Also, mach mir groß. Ich bin lehre dir den Bibel. Jesaja. Ja, klar, ich bin bei mir, Jesaja. Mach dir groß. Mach. Jetzt Bibelstunde okay. Behandeln. Mal gucken, ob du eine Antwort drauf kriegst. Also, bitte schön. Also, hörst du, der Seraphim, warte mal, es wird dir gleich klar. Begrab dich okay. jetzt gleich. Okay. Ja.
Ich warte mir die Schande wieder. Boom. Da flog eine Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist gültig. Durch was, bitte. Wallah, sonst was. Durch was wird seine Sünde getilgt? Doch was? Was meinst du durch dein Berühren von der Kohle? Oh, ja, ich erkläre dir. Durch der Sünde berührt seine Lippen, wird seine Sünde getilgt. Ja, der liest das. Danach hörte hörte, das ist der Kontext. Hörte ich die Stimme des Herrn, das sagte, wen soll ich senden? Ja. Wer werde für uns gehen? Ich antworte, Herr bin ich sende mich. Okay? Richtig. Da sagt er, geh und sagt dieser Volk, höre, soll ihr hören, aber nicht verstehen, sehen, soll sie sehen, aber nicht erkennen. Richtig. Verhärtete das Herz dieser Volk, verstopfte ihnen die Ohren, verklebte ihnen das Auge, damit es ihm mit dem Auge... Ich bin eben Kontext. Das geht um Kontext, weil es geht um den Juden, okay, weil Gott, ihrem Herz was verharrt. Was hat Jesaja getan, warum der Seraphim mit diesem Stein kam? Du begrabst dich gerade selber. Der Seraphim, ist gekommen, um die Sünde zu söhnen. Deine Schuld sind getilgt. Ich mach das gut. Da steht da, deine Sünde sind getilgt. Falsch. Nochmal, ich helfe dir jetzt, Hamdi. Also, nochmal, ich erkläre es dir. Wir wissen, dass diese glühende Kohle aus dem Altar gezogen worden ist und dass diese was die Sünden vergibt. Genau, das war eine einmalige Sache. Meine Frage war, da wurdest du in den anderen Videos schon begraben. Meine Frage war diesbezüglich, weil du nicht wusstest, was ein Stein ist und was eine Kohle ist, habe ich dich dann gefragt bezüglich Jesaja, was war der Grund, warum der Seraphim diese glühende Kohle mit der glühenden Kohle gekommen ist. Meine Frage ist, warum? Was hat Jesaja getan, warum die glühende Kohle zu ihm kam? Dass der Seraphim mit der glühenden Kohle kam, das war meine Frage. Jetzt gib mal eine Antwort drauf. Ich bin gespannt, ob du eine Antwort drauf hast, weil du hast das Thema eröffnet. Gib uns mal eine Antwort. Was war der Grund, warum dieser Seraphim mit dieser glühenden Kohle kam? Wegen der Sünde. Welche Sünde? Leute, guckt jetzt, wie er sich selber begräbt. Ich prophezeie das sogar. Jetzt. Bitteschön, Hamdi. Hör mal, das ist ungerecht, dass du immer das andauern holst. Gib eine Antwort drauf, Hamdi, don't run away. Okay. Jetzt begraben wir. Nein, don't run away. Hör mal, wallah, ich begrabe 1000 von euch, bitte. Okay, dann das Volk geht um das Volk. Es geht um das Volk Israel, ungehorsam ist. Und Gott sagt, lass mich ausreden. Ich bin noch nicht fertig. Der Beruf der Propheten sogar. Das geht tot. Der Beruf der Propheten. Im Tod des Jahr der König Hosea. Sag ich dann, ja, saß auf einer. Lass mich ausreden. Einfach. Also, vor lauter Angst holst du einen Murtad wie du. Also, rud Fluss Masr, ja, Kadab. Und guck mal, اللي اسمك Ahmed. Und اسمك David, مش Ahmed. اسمك David, ليش اسمك تقول محمد؟ اوكي اسكت يا ها؟ also يا خوال du hast so Angst. Lies hier. Was ist das? Lies hier. Dann der Steine, den ich von Jesua gelegen habe, auf diese eine Steine, die sieben Augen. Recherchiere für mich. Lass mute ihn. Was macht er hier? Hast du Angst? Hörst du die Leute? Warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Kannst du mir finden, diese Steine mit sieben Augen? Kannst du finden das? Ich will eine Steine mit sieben Augen. Ich will diese Steine mit sieben Augen. Du hast dich blamiert. Du machst dich eine... Lass mich, du hast geredet, du hast mich gestummt, lass mich ausreden. Du hast dich... Hör zu. Lass mich. Warum habt ihr Angst? Dann lass mich ausreden. Du hast eine Drama gemacht. Ich rede von Seraphim jetzt. Hast eine Drama gemacht. Und die Kohle... Lass mich, ich bin noch nicht mal fertig. Du hast so geredet. Und Kohle und Steine. Und habt ihr gesagt, du hast selber gesagt, das berührt die Zunge. Und was? Und die Schulden sind vertilgen. Und die
Die Schulen sind was vertilgen. Jetzt such mir diese Steine, bitte. Sie hat 7 Augen. Wenn du ein das Mann bist, Frage, such mir diese Steine. Frage, so, don't run away. Stopp, was ist dann die Steine? Dann ist Jeshua hingelegt. Auf diese eine Steine mit 7 Augen. Ich ritze in eine Schrift ein, Spruch dann hierher. Ich tilge die Schulen. Okay. Deine, erklär mir, wo findest du diese Steine? Ich erkläre dir. Wo ist diese Steine? Okay. Wo ist diese Steine? Yalla. Yalla, wo ist diese Steine? Okay, wir gehen darauf ein. Wir gehen darauf ein. Okay, so, Leute, ihr seid Zeuge. Ich hoffe, ihr habt das aufgenommen. Hamdi konnte nicht zeigen, ja, warum oder warum, was hat Jesaja getan, dass dieser Seraphim mit der glühenden Kohle kam und warum, um was Jesaja die Lippe zu berühren, dass seine Sünden vernichtet werden, dass seine Sünden weg sind quasi. Hamdi konnte uns immer noch nicht erklären, was der Grund dazu ist, warum dieser Seraphim kam mit der glühenden Kohle. So, let me finish my Ahmed, my brother. I want to destroy him completely. Today I'm destroying this guy. Give me just one second. So, Hamdi, wir wollen jetzt immer noch, du brauchst nicht zum anderen Vers springen, bleib genau da, wo wir sind und hör auf, das Thema zu wechseln. Mit Steine, mit 7 Augen, das ist damit was ganz, ganz anderes gemeint. Das ist nicht die Frage. Meine Frage ist immer noch, und geh bitte darauf ein, weil du springst, weil du keine Ahnung hast. Meine Frage ist, bezüglich des Steins und die Kohle, was hat Jesaja getan, warum der Seraphim mit dieser glühende Kohle kam. Jeder hat das hier aufgenommen und ich werde das heute posten, Hamdi, dass du auf meine Frage nicht eingehst. Weil ich habe dich von Anfang an gefragt, was hat Jesaja getan? Und du zitterst gerade, weil du genau weißt, du hast die Antwort nicht. Du kamst mit diesem Thema, deswegen gib uns eine Antwort. Spring nicht von einem Stein mit 7 Augen, das war nicht die Frage. Du hast keine Ahnung und deswegen springst du zu anderen Verse. Ich bleibe so lange rhetorisch, mein Freund, bis du uns gesagt hast, was Jesaja für Sünden getan hat. Wenn du das sagen kannst, dann können wir gerne was anderes besprechen. Solange du das nicht kannst, bist du heute der größte Loser hier drinnen. Bitteschön. Go, Hamdi. Go, we're listening to you. Is it my turn? Let him finish. I'm waiting for him. Nein, Mann, debattiere mich. Aber nicht holst du Lügner. Achso, die Geschichte, es geht um die Harte der Juden. Die Geschichte, hörst du, ich habe keine Angst von einem Lügner. Er sollte Geld zurückgeben, das kleine Mädchen, 15-Jährige in Ägypten. Aber danach höre ich, hörst du, danach höre ich, das ist der Kontext. Kontext. Die Leute lachen sich schon. Die Leute lachen. Die Leute. Ja, ich bin eh dabei beim Erklären. Was ist denn los mit dir? What happened to you? Ich bin. Qu'est-ce que tu es malade? Lass ihn mal parler là. Also, danach hörte ich die Stimme das hier. Okay? Da sagte, wenn ich so soll senden, wer wird du für uns gehen? Er redet von das Volk Israel. Ich antworte, hier bin ich, sende mich. Da sagte, geh und sag dem Volk, hör, soll ich hören, aber nicht verstehen, bla bla bla. Da sagte, ich frage, wie lange hier. Warte. Okay. Falsch. Um was der Kontext geht. Sei du einmal. Was hat Jesaja getan? Du begräbst dich selber. Jesaja hat nichts getan. Jesaja geht zu den Volker und warnet denen. Er hat gesündigt. Was hat er für Sünden getan? Gib uns mal eine Antwort drauf. Hör mal, Jesaja, wenn er gesündigt hat, für seine Volk tragte dies. Lass mich das reden. Die Frage hier, nicht lachen, so peinlich. Die Frage hier, ist die Steine, hat seine Lippen berührt und hat die Sünde vergeben oder nicht? Antworte. Ich weiß, du feierst du zu früh, weil du bist begraben, verstehst du? Haben die seine Frage Antworte. Aus. Ganz kurz. Antworte. Antworte. Lass mich doch reden. Antworte. Seine Frage war, was antwortet. Haben die Jesaja für Sünden? Antwortet. Guys, can I have a chance 1 minute? Ist die Stein, berührt seine Lippen und die Steine vergeben oder nicht? Sag. Die glühende Kohle aus dem Tempel. Ja, hat die glühende Kohle seine...
Was hat Jesaja getan, dass der Seraphim mit dieser glühenden Kohle kam? Das war die Frage. Da, hör mal, es ist egal, was der Jesaja getan hat. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Ist Jesaja egal, was er gemacht hat. Das Haupt... Nein, ist nicht egal. Lass mich ausreden. Das Haupt, dass die Steine vergibt die Sünde. Das ist das Haupt. Aber du Angst hast, du willst das nicht antworten. Verstehst du? Jetzt ist auf einmal egal. Davor ist egal. Wolltest du die komplette Antwort. Ist egal. Andi, wir springen zu diesem Thema, was du uns gerade eben vor ungefähr 15, 20 Minuten gegeben hast. Ich gehe sogar darauf ein. Aber damit ich dich heute richtig begrabe, frage ich dich noch einmal, was hat Jesaja für Sünden getan, dass dieser Seraphim mit der glühenden Kohle kam? Das war meine Frage. Antworte jetzt. Okay, sag es dir nochmal, dass du mich verstehst. Jesaja hat Fehler gemacht oder hat mit dem Gott Account. Warte, ich bin nicht fertig. Ich rede noch und du falsch. Ich weiß, dass du freust du dich. Ich weiß. Mach dir keine Angst. Mach dir Angst. Ich begrabe deine Götter sogar. Ist egal, was er gemacht. Die Frage ist, hat Jesaja diese Steine, seine Sünde vergeben oder nicht? Antworte. Mit einer glühenden Kohle vom Tempel Gottes, eine einmalige Sache. Das war ein Traum von Jesaja. Richtig. Aber meine Frage war, was für Sünden hat Jesaja getan, damit dieser Seraphim mit dieser glühenden Kohle kam? Bitte schön, jetzt nochmal. So viel mich erinnern. Es geht um Tempel irgendwo, das Herrn zu wiederherstellen. Und Jesaja, er kommt Seraphim mit einer glühenden Kohle und seine Sünde wird vergeben. Die Frage hier, ob Jesaja was getan hat oder nicht, seine Sünde durch was wird vergeben? Antworte. Durch was wird vergeben? Seine Sünde. Durch die glühende Kohle. Guck mal, Hamdi, ich hab dich schon bereits begraben. Es reicht. Oh, alles ja, du glaubst. Lass Ahmad reden, Bruder. Ahmad, go with Hamdi. I already buried him. He lie. He's buried. He don't know. Okay, it's a stone. Stone forgive your sin, your Bible. Das stimmt nicht, nein. Doch, was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Vor lauter Angst erholt euch alle. Warum? Das ist eine Bedeutung, dass er Angst hat. Hör mal, Ahmad, ja, one question. Okay, we let our brother Ahmad speak. God bless. So I have one question. If he answers it, I will take my shahada. So we have in chapter 69, verse 17, Allah said, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Those eight angels will carry Allah in the day of judgment, will carry Allah's throne. If I go to the interpretation, Imam al-Tabari, Muhammad from his tongue, he said, let me prove it. Muhammad from his tongue, he said, Qala Rasulullah, yahmilhu al-yawm arba'a. Today, four angels were carrying Allah, and the day of judgment will be eight. So the question to Hamdi, so Allah, he will be heavy till the day of judgment? He will eat and not moving? Let's go to other book to prove it. Your Allah will be heavy on his throne in the day of judgment. Let me prove. This is the book from Imam al-Hanbali al-Dashti, right? And from Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah also. There you go, front of you. And we go to page number 222 and 223. Here hadith, most authentic hadith, he said, for example, hadith number 44, Abdullah said, Abu al-Mughayra said, Abda bin Khalid bin Ma'dan said, on her father Khalid, said, Allah will be heavy on his throne. Allah will get heavy. Why? You're Allah sitting and just eating, didn't move? Go answer my question. Why your Allah body will be heavy on a throne? For which reason? And the hadith is authentic, brother. If you rejected this hadith,
Yes. Zeig doch mal ab, wo steht heavy? Nein, warte, lass mich. Show me. Arin, Hadith maktub fi heavy. Arin, Hadith maktub fi heavy. Okay, wait. Arin. Kabra, mach ihm groß. Arin, Hadith maktub fi heavy. Anna Allah, look, let me be the same. No, show me. Let me be the same. Yes. أنه قال إن الرحمن جل وعز سبحانه ليسقل ليسقل weiter lesen. Boom. Okay, wait. I'll show you. Make me big. Boom. Okay. From wo? Okay. This hadith from where? From where this hadith? Give me this hadith. Yalla. Come. From. Give me big screen. From Ithbatul Hadith Allah, the proving Allah limited on the throne and he's sitting physically on his throne. From Imam Abu Muhammad Mahmud bin Abi al-Qasim al-Dashti before Ibn Taymiyyah 200 years. And also from Ibn Taymiyyah in his book الرد على من كريم Ibn Taymiyyah from yes, the Talbis al-Jami, I know this. You are a Jami, kafir. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Jami? No, Ibn Taymiyyah over your head and my head. He responding on Jami like you, who denying Allah physically sitting on the throne. I don't deny. Okay, so you're Allah sitting on the throne, correct? And you're God also, yes? You're Allah sitting on the throne, correct? So yes, Al-Arsh istawa, Al-Arsh istawa. So why according Surah Al-Haqqa, chapter 69, verse 17, why Allah throne will carry him eight angels, in Tafsir al-Tabari, Muhammad said, today will carry Allah's throne, four and the day of judgment day. Why Allah will be heavy? Let me show you the interpretation. No. Read here. Haddathana Yunus. This is interpretation of al-Tabari. Haddathana Yunus. Qala akhbarana ibn Wahab. Qala ibn Zayd. Fi qawlihi. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma izan samaniya. Qala samaniya tamlak. Qala Rasulullah. Yahmilhu al-yawma arba'a. Wa yawma al-qiyama tamaniya. Boo! Today we're carrying Allah's throne four angels and the day of judgment. Let's make me big. I show you how I destroy him. You liar! You don't play with Hamdi, wallah. I don't play. Make me big and be quiet, you liar. Be quiet now. Yes, I show you Tafsir. Don't play. Yes, I don't want to debate you, but now I be grabbing. I tell you how you. Listen, you Mishwajpa. Listen. Now I destroy you. Red color, read it. Listen. Why you don't mute him? Why? Yes, Beyonce. Why you don't mute him? Why? Read, red mute color. Him, Fatam. You mute okay, me. Read. We're going to make it. Qala ibn Hajar, listen and mute him. Okay. What you okay. say? يحمل أربع يوم القيامة وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف يحمل عرش ها يحمل عرش يوم القيامة حد يوم القيامة ثامن وهو حديث ضعيف الانقطاع وروي الطبراني أيضا بسند عن ابن إسحاق قال بلغنا أن رسول الله صلى الله هم يوم القيامة أربعة يعني حملت العرش وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية انظر تفسير الطبراني هرتسونا والقول بأن حملت العرش يوم أربعة هو قول جمهور المفسرين ورجحوا جماعة مثلهم ابن كثير قال ابن الجوزي رحمه الله جاء في حديث أنه يوم القيامة أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين وهذا قول الجمهور انتهى من زاد المسير finish where is the contradiction finish it's not contradiction والحديث المشار إليه the hadith No, you don't understand Arabic, Beyonce. Why you make like this? I destroy him, Girada. No, Girada. Okay. Well, Hadith al Musharik. This Well, Hadith al Musharik إليه هو ما رواه الطبري بسند عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. What you say? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل يوم العرش هو حديث ضعيف. Not authentic. You see how you liar?
You see, you are a liar. Because, now let me speak why you are afraid. Because Tafsir Tabarani, he said, I put all hadith da'if and not da'if in my tafsir. Finish. Also, here it's mean, listen, وَأَصْبَحَ مَا يُسْتَدْلَ وَأَصْبَحَ مَا يُسْتَدَلَ بِهِ لِهَذَا مَا رَوَهُ أَحْمَدْ وَدَّرْ والدرامي في سننه والبايقي في أسماء صفاته عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمين في شيء من شعره فقال رجل وثورا تحت رجل يمين والنشر الآخر وليس مرصد قال النبي صدق والحديث صحيح ابن كثير وأحمد وشيك وتحقيق المسلم هي بوم 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 حمدي you destroy yourself bro this brother in humanity he doesn't understand what he reading. He bring different chain of narration from Ibn Kathir, but in the top, all accepted the hadith, and in the bottom, when he read it, all accept the hadith, and the hadith is authentic. Only Ibn Kathir, he bring a different chain of narration and said, this chain of narration is weak. Ya Jahil, he destroyed himself. I challenge you, if you prove it from same chain of narration, from Imam al-Tabari, and from Bayhaqi you read it, from Dami let me say something quick. Let me say something quick. No, wait. Don't waste my time. So they authenticated the hadith for a scholar from your page, you bring it. You destroy yourself, you cook it yourself. You bring a weak chain of narration according to Ibn Kathir, and the other, even Ash'ari, two Ash'ari bring it, Imam al-Bayhaqi Ash'ari. Accepted Imam al-Bayhaqi also, that is only Salafi. And what? Come here. Also Leute, Ahmad hat ihn eine Falle gestellt und Hamdi ist in dieser Falle getappt. Darum geht's gerade. Boom. So, boom. Here, according to Ibn Taymiyyah, also he said Allah will be happy. Why? Why Allah will be happy? According to Umar ibn al-Khattab, he said when Allah sitting on his chair, they will hear noise from chair because he's happy. Why Allah will get heavy in the day of judgment, Mr. Hamdi? Only Jahmiya will deny this hadith. Only Jahmiya. Mr. Jahmi, even Sahaba recited this. Why I said I deny this hadith? I don't deny this hadith. You are a liar. I don't deny this hadith because I am not Jahmi. I am Sunni and I said God is over his throne. I said, but you are sick. You don't understand. I said to you, I show you where is authentic and where is not authentic. Listen now and learn. You make showtime and they give... Why you speak? Why you are afraid? You are afraid, Beyonce. You take all the people here to debate me because you are afraid. Yeah. Let me speak. Inna Allah mustaghni. And now explain to them if you are a man enough. Hamida. If you are a man enough. Inna Allah mustaghni an kulli sawah wa huwa khaliq kulli makhluq. Wa lam yusir alayna al-khalq bi shay al-makhluqat. Hirtsu. Wa fil athar. أن الله لما خلق العرش أمر الملائكة بحمله قالوا ربنا كيف نحمل العرش وعليه عظمتك نشت heavy not heavy your liar عظمتك because you translated you are sick liar you translate heavy no عظمتك your majesty your majesty your liar فقال قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله praises your Allah فإنما أطاق حمل العرش بقوة تعالى والله إذ جعل من مخلوق قوة أطاق مخلوق حمل ما شاء وأن يحمل من عظم وغيرها your majesty not you heavy you are a liar but these people applies for you because they don't know that you are a liar it's mean your majesty not heavy your majesty You are a liar. You see how I catch you? I get you. You are destroyed, not me. You destroyed, amigo. You see it? That's mean. Now, tell me how your God write an angel in your Bible. No, don't run away. You ask me, I destroy you. Now you. No, must tell me how your God. No, be fair. Be stay fair. How your God. Be fair. running. But unmute him. I want him to read this and translate it. Okay. Hamdi, can you read this and translate?
Einschalten, Hamdi, du musst einschalten. Yalla, Hamdi. From my time, take my time. Read and translate. Yalla, wait, Hamdi. Just 1 minute. Minute. There. 1 minute. Please. Read. No, 1 minute. It's my time. It's my time. Yes, yes, yeah, yes. Speak. I look my book. I look my book, not you. Read, read. Read. Wait a minute. Read and translate from my time. Wait. Yalla. Yeah, yeah. Wait. Wait, just read. Again. Just read and translate. Yalla, Hamdi. Hamdi, you're wasting my time. Wait. Okay. And now, wait. Make big. Read. Make big. Get back. Well, I can read. Back. Back. Yalla. Yes. Back. يلا قال عبد الله حدثني ابي ثنا المغيره ثنا عبد بنت خالد بن من معدان عن ابيها خالد انه قال ان الرحمن جل وعز سبحانه لا يثقل على ويت جو لا يثقل حمله العرش من اول النهار ويت ويت نو 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 ليت مي سبيك ليت مي نو اي ريد ات لا يت ريد اكسبلين اكسبلين لا يثقل ان الرحمن جل وعز لا يثقل على Wait. Let me read. حمله العرش من أول النهار. Wait. إذ قام. Let me. Yeah. حملت العرش. I teach you Arabic. I teach you. من أول النهار. What is this? Oh, wait. Let me read. Okay. من حملت العرش من أول النهار. إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون. Wait. Wait. خفف عن حملة العرش. What means this? I destroy you. No. That means the sun. بيزاك ما سند. بس هو شتوم فلكس. 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 بيزاك ما سند أف أفرابش. Of the English. No, the no. Hamdi, translate. Yalla, Hamdi, you read it, translate. What mean sunda? What mean sunda? Sin. Sin. It speak about the sin. Hamdi. Yes. Translate about that. It speak about the sin, not about the heavy God. It speak about the sin. Because al mushrikun hatta idha qama al musabbihun. What is it? Who is this? Al Rahman. الرحمن يا الرحمن ان الرحمن جل وعز حمدي هو ذا الرحمن الرحم المايتي 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 جل وعز اوكي ويت واي يو دونت ليسن ليثقل على ويت ليثقل نوت هافي نوت هافي ذس ذا سين ذا سين برو يو دونت هاف تو لا يثقل I know Arabic. لا يثقل. I know Arabic. لا يثقل. I read it better than you. لا يثقل على. Wait. Go. لا يثقل. Go. What's the meaning? You must in context read it. Context. So what's the يثقل meaning? Okay. يثقل says to be heavy, not the mighty God, the same. So here he said. Yes. With this read. حتى إذا سبحوا. حتى إذا سبحوا المسبحون قام. Yes, because it's a context. This is the context. Don't be afraid. This is the context. Just a second. Listen. Guys, record this and send it to me, please. Hamdi, come again, translate for me. I don't want to interrupt you. Go. إن الرحمن جل وعز سبحانه لا يثقل على العرش. I want to read more. حملت العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون. Wait. خفف عن حملة العرش. What's mean? Explain you. يلا translate. That's mean the sin of the people. Are you talking about the sin of people? Yes, it's the cut a bit of the sin of the people. Yes, it's the scene. Because when the musabbihun, make praise the Lord. In this hadith, what is sin? حتى إذا قام المسبحون. What's mean musabbihun? When you make tasbih, what's mean? You forgot all of these two columns and you came to this word. Musabbihun. Yeah, this is the context. This is the context. Mister, the context here, he said, when Allah, most merciful, will be heavy
on the angel who carrying the throne from the beginning of the day. And when the disbeliever left, the yes. believer when praising Allah will be less heavy on them. So which means when the disbeliever there, your Allah will be heavy on his throne. No, no, you are a liar. You are a liar. You are no. No, you are a liar. He's the saint. This scene, explain. I will smash you on social media. No. Yeah, make it. Because you will destroy yourself. Because the people, they understand this. They will laugh on you. They will laugh on you. Allah. Okay, give me the context, Hamdi. Go ahead. Wait a minute, I give you the okay, context. Okay, now give us the context. Because now you're talking about the context. Give us now the context. What's yes, the context? Yes, yes, context. Right. Yes. Yeah, give us the context. Wait a minute, I look my book. Look Google, no problem. No, I don't Google. Just 1 minute. Give me the context wait. This hadith. Wait. Just 1 minute. And the brother reflects, the author of the hadith is Suko. Only the Jahmiya denying this hadith. Only the Jahmiya. Yalla, mister. No. Read. It's not only the Jahmiya. Said there is a read. He is not one of Jahmiya. No, you lie. You translate false. You lie. The Jahmiya don't. Okay, give us the context. You are a liar. Now tell me the wait. Context. Okay, wait. We have someone who speaks also very good Arabic. I will bring him in. Give me 1 second. Hold on. If Hamdi is trying to say no, it is not like that. We're going to bring someone who speaks very good Arabic to prove if this is right or wrong what Ahmad is giving us here. Give me 1 second. And Hamdi, give us the context. We still waiting for the context. I look. We are waiting. For context, Hamdi. Fear Allah. Fear Allah. Be scared of Allah. Fear Allah. Bring us the context. We are waiting, Hamdi. Yes, I read. Okay, we are waiting for the context. Yes. Ahmad, are you also waiting for the context? I'm waiting. I'm waiting, bro. I have 20 years waiting. Yeah, we are waiting also. We are waiting. Mr. Hamdi, I want to know, so what's the context here? When your most merciful Allah will get heavy on the angel who carrying the throne in the beginning of day, and when the disbeliever left, the however who praising Allah, the who lifting the throne will be less heavy, is not heavy on them when the disbeliever left. So when the disbeliever there, the throne of your Allah will be heavy, so heavy. Why? Because Allah heavy. Because in Surah Al-Haqqah said, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ One second, Ahmad, 1 second. Hamdi, are you still there? We are waiting for the context, by the way. We are waiting. Look, because I find something. This is from al-Ithna Ashariya. Because this is from al-Ithna Ashariya. Wait, just wait. Okay, no problem. We are waiting. We are waiting. It's no problem. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, he's a Shia. Yes, he explained. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, he explained there. But wait, you will destroy. I will destroy you. Wait, I will destroy you. Don't be. Ibn Taymiyyah, the Shia. Sayyid ibn Taymiyyah, Shia. I don't say it. Don't lie. He said it from us, it's from Isna Ashariya, which means Shia. Hamdi, du bist ja sogar auf seine Follow reingefallen. Also eine Sache muss man erwähnen, und das war von Anfang an. Ahmad hat Hamdi eine Falle gestellt, Hamdi ist auf die Falle eingegangen. Und jetzt sagt er plötzlich Kontext. Also Hamdi, wir warten jetzt auf Kontext, das ist no problem.
Hamdi, du bist auf die Falle von Ahmad gefallen. Mr. Flex, ey, das ist der Wahnsinn. Prophet Google today is weak, very weak Prophet Google today. Because he try on a Prophet Google, peace and a blessing be upon him. But he can't help the Prophet Google. He never help you, because I und have a physical book. Und jetzt auf einmal ist Google die Quelle. Oh, Hamdi, today you have a problem with Ahmad. Oh. Wait, make me big. Your thing. All right, sure. You are man enough, Ahmed? David, you are man? No. This is not Shia. Not Shia, don't lie. No, this is from the book. First one. Listen. Read. Tashtar. Read. Tashtar. Listen. Why you don't let me speak? Shia website responding on Sunnah. No, this is not Shia. This is not Shia. Oh, I'm from Shia. Why you don't let me speak? Why? Why you don't let me speak? Show me the website. Yalla. Show me from the website. From Maktab al-Shamila. Why from Maktab al-Shamila? Hamdi, scroll nach oben und zeig uns, und dann sehen wir, ob das Shia-Quelle ist oder nicht. I sag dir. I show you. Don't worry. Now I don't show you Shia. Wallah, warum machst du dein Handy zur Seite? Zeig doch. Warum packst du dein Handy zur Seite dann? Sheikh. Listen, Sheikh Ibn Taymiyyah erklärte, Talbis al-Jahmiyyah. Verstehst du, erklärte? Nein, mach dein Handy gerade. Lass uns alles sehen. Mach dein Handy gerade. Wir wollen alles sehen. Moment. Die Seite offen. Du hast doch die Seite offen. Moment. Warum redest du? Warum keiner von euch traut sich zu mir kommen? Und jetzt, wie die kleine Mädchen, weil euer Gott ist gekommen. Du bist begraben. Ja, begraben. Ja. Ich habe euch also 1000 Mal begraben. Hamdi, du hast uns auseinandergenommen hier. Das sieht man schon. Hamdi, ich habe dich begraben. Ahmad begräbt dich jetzt. Was sollen wir noch machen, Hamdi? Du hast nicht einmal gewusst, wo sind deine Verse? Was redest du für Blödsinn? Kennen wir die ganze Bibel auswendig? Natürlich musst du uns Verse geben. Ja, deswegen, du kannst sie nicht aus. Du kennst dich auch nicht im ganzen Koran aus. Das war nicht. Ich schaue in Ruhe, ich kenne diese Argumente, ich schaue in Ruhe und ich werde das finden. Ah, jetzt auf einmal, aber warum bringst du dann Schia-Quelle? Ich habe dir gesagt, das ist die Erklärung, aber du willst nicht verstehen. Ah, jetzt auf einmal machst du Shia, ja? Auf einmal denkst du Shia-Style. Shia. Du wirst Christ. Ich sehe das. Hamdi, du wirst Christ. Ganz sicher, ein guter Fundament. Heute wirst du Christ, Hamdi. Hör zu. Ich bin alleine gegen euch. Du hast Angst, du holst von Amerika, weil du Angst hast. Wenn diese mit dieser Ahmed debattiere ich nie mehr auseinander. Aber schauen Sie, von Coca-Cola auf einmal gehst du zum Arsch, tragen Arsch, weil ihr Angst habt. Warum bleibt nicht mal der Cola? Nein, ich habe nicht Schia-Quelle. Warum lügst du? Dann zeig doch die Quelle. Ich habe keine Schia-Quelle. Du, Abu Trek, halt den Mund. Okay, halt den Mund. Ihr habt nur Angst. Ihr traut keiner von euch, dass ihr kommt. Aber erklär, how your God right over an angel. You must explain. Hamdi, bring die Quelle. Okay, wie kann dein Gott reitet auf einen Engel? Erklär mir, wie dein Gott reitet auf einen Engel? Bring die Quelle. Hamdi, die Quelle, und dann ist alles gut, Hamdi. Hamdi, du wirst Christ, du wirst ein fundamentalister Christ, Hamdi. Patrick, mit Respekt, halt den Mund. Durch meine Hand, 721 Islam angenommen. Durch meine Hand, schrieb von deinem Grimm. Hamdi. No, okay. I am now, I ask you, not you attack and I must defense. Okay. I ask you, tell me how your God write an angel. No, yes, I come to this. I come to this. Why your God write an angel? Okay, Hamdi, ich will nur eine Sache sagen. Guck mal, du springst jetzt plötzlich von how your God writes an angel, bla bla bla. That is not the question. Hamdi, Ahmad is destroying you right now.
I'm going to give it back to Ahmad. Because you're running away from Ahmad. So, again, here. Ahmad, sorry. Okay, brother and sister, all of you here, 800%, see Hamdi Dawa when he run away from question to the Shia website. First, second of all, he don't understand Arabic language. I literally teaching him how to read the word. I needed this video, brother Flex, please. But I posted my YouTube channel. Okay? For everybody need know this guy. Post it. I give you the permission. Post it. Yeah, just I need the video, send it to me on Telegram or anywhere. Yeah. Please. Abu Hajar, I think Abu Hajar did a video and all the other boys, they did a video. We're going to give it to you. Send it to me, guys. Send it to me. For I destroy those Dawa in Germany language. Right? First point. Second point. This Muslim, I respect you in humanity, but he is a snake. Why? Because he reads the word and he mistranslated because he doesn't understand Arabic first. Or he is a sneaky. One of 2 points. I will post this video as is on my YouTube channel for all Arabic speakers. See this handicap portion will become Jahmi. Jahmi Kafir today he become. Because he denied the hadith when Allah get heavy on his throne. First point. Second point. God bless you, my brother. I'm ready from now till the day of judgment. Any Muslim trusting his Allah to have a conversation with me. About Allah attribute, I'm ready anywhere, anytime. Okay? So now I have to drive my kids with me in a car. God bless you. He got cooked. He destroyed himself. Not I destroyed him. He destroyed himself. Half an hour Googling, and he didn't find respond. Finally, he brings Shia website to respond. God bless you, my brother, and God bless God you. Bless you. In God bless you. Peace of Christ God bless you. God be with you, my brother. God be with you. Amen, Amen, Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Stark. Sehr, sehr stark von Ahmad. Very strong. Very, very strong von Ahmad. Leute, das war einfach nur Hammer. Das war wirklich Hammer. Es ist natürlich, kostet mega viel Energie. Sehr, sehr viel Energie. Wir haben selber gesehen, was Ahmad mit ihm gemacht hat. Ihr habt selber gesehen, wie Hamdi plötzlich Shia-Quelle bringt. Ja, Hammer. Das ist, das ist einfach nur Hammer. Kein Kommentar. Also er tut alles, um seine Religion zu bestätigen, indem er lügt und täuschen tut. Und seht ihr selber, was dabei rausgekommen ist. Ne? Wahnsinn. Holen wir mal den Bruder Abu Zinn hoch. So jetzt. Haben die raus oder hast du ihn rausgemacht? Nee, ich hab niemanden rausgemacht. Ich hab Flexer, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja, er ist abgehauen. Ahmad hat ihn zerstört. Ich hab nebenbei übersetzt. Hamdi hat nur gelogen. Bruder, darf ich den Sargnagel zumachen, bitte? Bruder, ich küsse dein Herz. Gibst du mir diese Was Bühne? Willst du machen? Ich will den Sargnagel zumachen. Hier sind 800 Zuschauer. Wir werden für immer den Islam begraben. Ab heute, weil er sagt, der Stein bei uns vergibt Sünden. Wir gucken mal, wer der Stein bei Ihnen ist. Darf ich das zeigen, Bruder? Natürlich, Bruder. Ich mach dich groß. Wir machen das. Ich übersetze nur eine Sekunde schnell die Seite, Bruder, weil ich bin auf Arbeit. Bei mir ist ein bisschen laut. Entschuldigung. Ich habe zugehört. Mhm. Ich hoffe, die ganzen Muslime sehen das, dass man den Islam nicht verteidigen kann. So. Haben sie es abgehauen? Ja, Wahnsinn. Wir machen den Sargnagel heute zu, Leute. Schaut bitte alle her. Guck mal, wer die Kaaba bei ihnen ist. Ja, Bruder, du musst zeigen. Genau, Bruder, ich bin nur auf Arbeit. Auf islam.net. Der Gesandte Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden gewähren, sagte, der Stein ist die richtige Hand Gottes auf Erden. Wer behauptet bitte bei uns, dass die glühende Kohle Gott selber ist und die Hand von Gott ist? Und jetzt zeige ich euch, wer die Kaaba küsst, küsst die Hand von Allah. Der schwarze Stein ist die rechte Hand Gottes auf Erden. Wer seine Hand in den Stein abwischt, hat Gott dem Allmächtigen die Treue geschworen. Leute, schaut mal. Allah hat die Kaaba gebaut. Abraham hat die Kaaba gebaut. Bevor Mohammed die Kaaba erobert hat, haben die Götzendiener Menstruationsblut an der Stein abgewischt
damit sie fruchtbar werden. Tausende Jahre lang wurde Menstruationsblut an die Hand von Allah abgewischt. Ich kann noch mehr zeigen. Al-Azragi ist die schwarze Ecke, die rechte Hand Gottes des Allmächtigen auf Erden, mit der er seine Schöpfung die Hand schüttelt. Man schüttelt Allah die Hand. Man kann Allah die Hand schütteln. Man hat tausende Jahre menstruationsbefleckte Kleidung und Blut an der Kaaba abgewischt. Man hat die Kaaba geklaut. Die Kaaba wurde bombardiert. Die Kaaba wurde zerstört. Man hat alles Mögliche mit Allahs Hand gemacht. Aber wenn sich Jesus erniedrigt hat vor seiner Schöpfung, um uns zu retten, das natürlich geht nicht. Da seht ihr das, Leute. Könnt ihr gerne haben. Dieser ist authentisch. Steht auf der Seite. Hier. Schick mir bitte den Link. Schick mir bitte den hab Link. Hab ich dir, Bruder. Hab ich dir die ganze Zeit auf Telegram. Ich hab dir gesagt, lies vor. Es wurde gesagt, dass der. Ja. Ich will vorbei, nur kurz was Leute, sagen. Der Islam ist vorbei. Seht ihr, was mit Islam passiert, wenn man nur lügt? Der Islam geht runter. Mit Lügen kommt man einfach nicht weit. Deswegen predigen wir das Evangelium Jesu Christi, damit die Leute die Wahrheit erkennen. Seht ihr selber, was mit dem Islam passiert, Leute? Nur Lügen. Nur Lügen. Aber Jesus Christus hat uns nicht gelehrt zu täuschen. Jesus Christus hat uns das Evangelium gegeben, dass wir es weitergeben mit der Wahrheit. Jesus Christus hat uns diese Liebe weitergegeben, das Evangelium, um dass wir besser werden. Aber ihr seht selber, wie der Islam ist. Nur mit Lügen. Der kam mit Schia-Quelle. Plötzlich sagt er, ja, Kontext muss man beachten. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Wahrheit haben. Und nicht Bruder, er sagt erst Daif, dann sagt er Kontext, dann sagt er authentisch, dann bringt er Schia-Quelle. Allah ist schwer. Lass mal ab heute alle Christen, die mit Muslimen debattieren, sollen fragen, wie schwer Allah ist. Wie schwer ist Allah? Ich lasse mir jetzt die Quelle von Ahmad geben. Ich lasse das perfekt übersetzen und dann, wie gesagt, gehen wir darauf ein. Wie schwer ist Allah? Boah, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Leute. Wie der Islam untergeht. Mit Lügen kommst du nicht weit. Deswegen, Leute, wenn ihr das Evangelium predigt, ist euch mal aufgefallen, da kann keiner kommen und sagen, nein, das ist nicht so, sondern das, was in der Bibel steht, so nehmen wir es wahr. Die Bibel ist eine Bibliothek. Das, was zusammenpasst, fügen wir hinzu, um eine Antwort zu geben. Das ist das Evangelium. Wir müssen nicht irgendwie täuschen und lügen und irgendjemandem etwas beweisen. Das müssen wir gar nicht. Aber ihr habt selber gesehen, der Hamdi hatte keine Ahnung gehabt, warum Jesaja, ja, warum dieser Seraphim mit der glühenden Kohle kam vom Tempel Gottes, dass seine Sünden vergeben werden. Er weiß es nicht. Er zieht das aus dem Kontext, der Hamdi, ja, und sagt, ja, ein Stein vergibt Sünden. Erstens ist es eine Kohle, eine glühende Kohle. Das wusste er auch nicht. Er weiß nicht mal, warum seine Sünden vergeben worden sind. Er hat keine Ahnung. Das ist Hamdi und an die ganzen Muslime. Das hier ist kein Koran, das ist die Bibel. Wir haben einen richtigen Kontext dahinter. Nicht wie euer Koran, bei jedem vierten, fünften Satz, Allah ist allwissend und barmherzig. Allah ist groß und nichts ist ihm gleich. Wow, danke. So intelligent ist euer Islam. Bumm. Ganz einfach. Christliche Theologie gegen islamische Theologie. Islamische Theologie, no chance. No chance. Und das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Hamdi, du hast dich komplett Hamdi, du bist auf die Falle von Ahmad getappt. Ahmad hat dich richtig hops genommen heute, Hamdi. Da gibt's eigentlich gar nichts mehr zu besprechen. Leute, jeder, der das aufgenommen hat, Leute, ich lade das hoch. Der ist einfach auf die Falle von Ahmed getappt und ja. Bumm, bam, 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 bam. Der Bruder, weiter. Bruder, ich gebe
wieder runter, ne? Ich bin noch auf Arbeit, wie hört, bei mir ist sehr laut. Gottes Segen, ich habe die Aufnahme komplett, ja? Gottes Segen, ab und zu. Ja, Bruder, schick es uns, ich gebe das Ahmad, der soll das in YouTube posten. Ja. Ja. Wisst ihr, was mich überrascht, dass Hamdi einfach rausgegangen ist? Eigentlich sollte Hamdi sein Mann stehen und ist einfach rausgegangen. Ich will ja auch mit Hamdi mal reden, ne? Aber warum? Willst du mit ihm reden? Weil ich glaube, der will wieder hoch. Ja, aber wieso geht der einfach raus? Also das ist ja wirklich verloren, ne? Ich glaube, warte. Ich muss gucken, ob er noch mal eine Anfrage... Weil ich habe ihn nicht gekickt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe ihn nicht gekickt. Moment. Ah, hier ist er. Also, Patrick, möchtest du mit ihm reden oder wie? Ja, wenn er mit mir reden will. Wieso geht ein Islam-Befürworter... Patrick, aber es muss ganz fair sein, weil der Kerl will nur biblische Fragen stellen. Stell ihn auch Fragen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weil er hat Angst, wenn man ihn Fragen stellt. Er kommt immer nur mit Bibelfragen. Er soll mal Fragen beantworten und nicht immer wegrennen. Er soll mal Fragen beantworten. Deswegen, Patrick, ich gebe dir sogar die Redezeit, wenn er reinkommt. So, jetzt geben wir mal Patrick die Redezeit. Moment. Ich renne niemals weg, haben mich rausgeschmissen. Ochsenbälle haben mir. Hat niemand rausgeschmissen. Niemand wurde rausgeschmissen. Jetzt, Patrick, du hast 5 Minuten, stell ruhig deine Frage und Hamdi soll drauf eingehen. Das muss sehr fair sein diesmal. Jetzt, Patrick. Du musst dich entstummen, Patrick. Patrick, du musst dich entstummen. Hamdi, schau mal. Ich sehe dich immer wieder irgendwo in Streams und immer wieder wirst du widerlegt, Hamdi. Schau mal, es soll kein Angriff gegen dich sein. Schau mal, der Islam hat gegen das Christentum die wahre Wahrheit keine Chance. Hamdi, die Frage ist, ich stelle dir jetzt eine Frage, ich brauche nicht 4 Minuten. Wie vergibt euer Allah eure Sünden? Jetzt gebe ich dir einmal Zeit, um mir zu erklären, wie vergibt Allah eure Sünden? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Patrick, war's das? Soll ich dann an Hamdi weiter übergeben? Ja, gib am Hamdi weiter. Er soll mir mal mit Quelle belegen, wie Allah die Sünden der Muslime vergibt. Alles klar. Okay. Hamdi, dein größter Albtraum ist hier Babylon, ja? Okay, aber erstmal Patrick. Ey, das ist so witzig heute. Nicht witzig, peinlich, ihr seid peinlich. Du hast Angst, du holst Allah. Aber schau den Hadith, was er gebracht hat, Ahmed. Du glaubst du das? Schau, wie ich dich begrabe, Ahmed. Was ist eine Lügner? Er ist eine Lügner. Ich antworte den Hadith erste von Ahmed. Also, es wird gesagt, dass eine Eigenschaft erneut wird, sie durch den Thron belastet. Und sie verschwinden in einem Zustand, das ist übersetzt auf Arabisch, tut mir leid, das ist blöd. Die Eigenschaft der Wahrnehmung für sie erneut wird, wenn Wahrnehmung geschaffen werde und verschwindet, wenn sie nicht geschaffen werde. Hör zu, der Richter sagte, das ist falsch, weil Wahrnehmung, das heißt, die Gelehrten sagen, aber das ist übersetzt falsch, weil der Vernehmung, das heißt, dass Allah wird schwerer. Bitte, ihr habt mir ungerecht getan, du und Ahmed, du und dieser Lügner. Der Richter sagt, der Gelehrte sagt, das ist der falsch, weil der Wahrnehmung das heißt, zunimmt, wie das sagt er, und Vernehmung begleitet sie in allem ihrem Lebensumstand. Und es ist nicht erlaubt, sie von ihm zu trennen. Deshalb sagt Gott der Allmächtige, sie loben die Nacht und den Tag und verleumden nicht. Die Worte derjenigen, dass sie sagte, die Wahrheit ist schwer. Es geht um Sünde. Aber er ist eine Jahil und du glaubst, er hat mich begraben. Nein, hat gelogen. Sheikh al-Islam, warte. Warum jetzt lässt du alle reden und ich nicht? Warum? Ihr seid ungerecht, verdammt. Also, wenn ich das gesagt habe, dass mit ein bisschen Jahmiya, redet Ahmed ibn Imam ibn Taymiyyah. Mach mal wieder auf, bitte, und gleich uns bitte mal lass mich, bitte! Mach Kamera sagt an. Hier, ich mach Kamera. Er sagt ja. Hier, es geht um die Sünde. Allah ändert sich sicher nicht. Das ist die Frage. Aber das Problem, ich mach dann Kamera. Aber die Frage ist hier, weil ihr seid, Angst habt, du holst mir alle. Okay? Genau. Also, Faisal Nur heißt es. Lies das, ich mach die groß. Faisal Nur. Und das begrabt euch alle.
Moment, das mach ist Sunna. Deswegen habe ich ihm gesagt, Sunna sagt Schia. Nein, nein, sagt. Okay, nein, mach nein, Screenshot. Geh zurück auf die Quelle, die du uns gegeben hast, auf Deutsch. Geh das zurück. Ist das Übersetzen. Da siehst du übersetzt nein, auf Deutsch. Nein, nein, nein. Okay, ich übersetze das. Pass auf, ich übersetze. Okay, ich übersetze. Nein, 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 nein. Geh auf die deutsche Version. Die du uns gerade eben gezeigt hast, ich ist eine andere übersetze. Homepage. Ja, ich habe übersetzt. Ich mache das immer so, ich übersetze. Was ist da los mit dir? Das ist nicht was die Seite. Was ist da los? Da ist die Seite, ich hab... Geh zurück. Wallah, das macht ja, keinen Sinn. Seite. Wallah, das macht das keinen Sinn. Bei das Allah, das macht keinen Sinn. Geh zurück auf das, was du uns gegeben hast, Bruder. Du hast uns vorhin auf Deutsch. Was anderes auf gesagt. Deutsch. Okay, nein, auf nein, Deutsch. Nein. Auf Deutsch, mach das auf Deutsch. Auf Deutsch. Okay, pass das auf. Siehst du das? Okay, schau her. Und liest uns schau das her. Vor, was du uns gezeigt ja, hast. Ja, ja, ich lese dir vor. Okay, das ist Ibn Tamiyyah mit Allah, der Fall, ja. Du sagst nichts, hörst du? Hörst okay. du? Das ist die Quelle nicht. Übersetze? Wallah, ich übersetze. Okay, mal, jetzt auf einmal sie, oder? Ja. Siehst jetzt du das? Scroll nach oben. Scroll nach oben. Scroll nach oben. Okay, da. Da. Scroll nach oben. Scroll nach oben. Scroll nach oben. Warte mal, warte. Alhamdulillah. So. Warte, Moment, Moment bitte, Moment. Ja, 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 ja. Ich schicke das gleich an Ahmed. Ich mache auch einen Screenshot. Ich schicke ihn. Kein das. Problem. Kannst du, ja, nee. Hast du gesagt, ihm schicken. Okay. Moment bitte. Was ist los? Willst du. Hä? Ja, das ist doch, weil. Warte mal. Aha. Aha. Also, nichts. Also, Forum-Quelle. Dar al-Hadith al-Ashrafi, Aqidat al-Sunna wa Jama'a wa Bayan Aqidat al-Farq, Bayna. Mach auf Deutsch. Ja, was ist jetzt? Warte mal, erkennt, warte mal. Also, Ahl-Sunna wa Jama'a. Willst du Deutsch? Kein Problem, mein Freund. Ja, ja. Und geht's zurück auf die Quelle, die du uns gegeben hast? Kein Problem. Ja, ich Sunnite und ich Gemeinschaft. Bitte, mach das bitte. Ja, scroll mal nach unten. Und okay, liest uns das sehr. Vor, was du uns vor ein paar Minuten vorgelesen kein hast. Kein Problem, kein Problem. Lies die, warte mal. Okay, da. Aber das ist übersetzt blöd, okay? Das mit der Schwer. Werde schwer und Leichtigkeit. Und das ist hier nicht der Fall. Der Essenz, okay. Keine Bedeutung oder Symptome. Siehst du das, wie ich ihn begrabe? Mach Screenshot, wenn du ein hat Mann bist. Hat aber nichts mit dem zu tun, was... Wallahi, das Uqsim Billah, das. Wallahi, ich weiß bei Allah. Guck mal, weil ich lüge mit Allah jetzt. Meine Zunge, weil ich schwöre, weil ich lüge. Ahmad ist coming. Okay. Ahmad ist coming. Jetzt kannst du nicht mehr lügen. Jetzt kannst du nicht mehr lügen. Ahmad ist hier. Ahmad, lies das. Okay, Ahmad, what did he show there? Assalamualaikum, my brother and sister. So now, brother, what he talking about? I want to know first, before I respond. What are you talking about, Habibi? So you he denied... said that is the answer. He said that is the answer from what you showed. And he said that is the answer. Let's go, let's together. Go. Let's do it together. This is okay, Abdi, Yalla Aziz, Ibn Taymiyyah. Nimm Mikrofon this is an. From Ibn Taymiyyah, right? In Bayan Talbis al-Jahmiyyah from Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, take screenshot, guys, all of you. Oh, take screenshot. Oh, Hamdi. Now we go to part 3, page number 270. Have you read for me, please? He used to say that the mass curious, that Almighty, Hamdi. All burden, the throne from the beginning of the day, if the polytheist, raise even if the praisers reason he is the campaign of the throne. Oh my Allah, oh my Allah, Allah will get heavy on his throne. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, let me see it in Arabic, let me show you in Arabic also. Astaghfirullah. So Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, go. Kana yaqul أن الرحمن سبحانه لا يثقل على حملة العرش من أول النهار. لا حول الله. From who? From شيخ الإسلام ابن تيمية. لا حول الله. Even Imam Ahmad. Even Imam Ahmad. Come see. There you go. The book of Sunnah from Imam Ahmad. He brings same hadith. Book of Sunnah from Imam Ahmad. لا حول الله. لا حول الله. Book of the Sunnah from Abdullah, the son of Imam Ahmad. He brings same hadith. La hawla Allah. He said, only also from different chain of narration. He said, we'll be happy. La hawla Allah.
I give it you two books, plus this book, three books. You want more books, Mr. Hamdi? Let me give you one more books. Let me give you only also from Qadi Abu Ya'la, the judge Abu Ya'la, from his book, At-Tali Ta'wilat, he responding who denied like you, Jahmi. You become Jahmi Kafir today, Hamdi. You denied Allah Hafi on his throne. From At-Tali Ta'wilat, from Abu Ya'la, the highest scholar, before Ibn Taymiyyah, page number 537, same hadith. Allah will get heavy on his throne. La hawla Allah. La hawla Allah. La hawla Allah. Even Ibn Mas'ud, second hadith, he bring same hadith. Ibn Mas'ud, you saying Ibn Mas'ud also liar? So we have now, listen how many scholars. We have Al-Qadi Abu Ya'la. We have Abdullah, the son of Imam Ahmad. We have Ibn Mas'ud. We have Ibn Abbas. And we have Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. All of them, even you bring it from your side, Imam al-Darimi and Imam al-Bayhaqi, authenticated this hadith. La hawla wa la quwwa illa bi Jesus. So I have to know, Habibi, why your Allah will be heavy? So you mean your Allah sitting and eating, not moving, no exercise? Just eating, sitting, eating, sitting? Bro, even if I go to Umar ibn al-Khattab, he said, when your Allah sit on his throne, judge the mankind. So your Allah literally sit on his throne. But the problem not here. The problem, according Imam Abdullah ibn Khalifa, look what he said. This is my problem. So when your Allah sit on his throne, his throne will make a noise like someone heavy on it. Zik, 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 zik. Why? Because Allah too heavy. And also, look, Umar ibn Khattab, he said, when Allah sitting on his la hawla wa la quwwata illa bi Jesus. Now, Mr. Hamdi, please, I will give you your chance to respond, but I just want to know. I give him the chance. I just want to know why Allah will be heavy, so heavy on the throne. Why? Today is not heavy. The Day of Judgment will be heavy. According to your Prophet Muhammad in Tafsir al-Quran, Surah Al-Haqqa. So I want to know just, I'm wondering to know why Allah will be heavy the Day of Ahmad, I give you time also to speak, by the way. You just have to warum unmute. Warum ich stummt mich und du hast Angst? Warum? Warum ist es ungerecht, verdammt? Warum, gib wenn er kommt Antwort. Zu euch einer, du lässt ihm reden wie einer Wasserfall? Du bist ungerecht. Möge Allah deine Finger vernichten, dass du drückst, dass ich stummst mich, weil ihr seid keine Männer. Und der Lügner hier, erkläre ich dir das auf Deutsch, weil mir ist die deutsche Zuschauer, ist mir wichtig. Dieser Lügner, er hat euch tafsiert, dass Allah nicht will. Lass mich ausreden jetzt. Hör auf, kindisch zu sein. Ja klar, weil ihr seid Lügner. Ja klar, keine Wunde, zu Kuffar kann nicht vertrauen. Warum? Stimmst du mich? Warum? Glaubst du, ich kenne diesen Hadith nicht? Keine. There is no one explain this Hadith that Lord Allah will be heavy. No one. He's a liar. All they say it because they sin. Aber let me. Listen. Mir ist wichtig, die deutsche Zuschauer, die Worte derjenige, der sagt, die Wahrheit ist schwer und die Worte von so und so sind schwer, es ist nicht dazu gedacht, auf dem Gewicht, not of the white heavy, your liar, eine Identität zu basieren, denn es handelt sich um Bedeutung und Bedeutung können nicht durch die Beschreibung, schwer oder Leichtigkeit, und das ist hier nicht der Fall. No, not the Fall. Das ist Essenz, keine Bedeutung und keine Symptome hat. Es ist zulässig, alles schwer zu sein. Und es ist schwer zu sein. Die Überlieferung haben es interpretiert. The Überlieferung, they explain. Because you are a liar, you explain how you want. Das ist nicht um das Gewicht. Not um the weight of the Lord. You see, I'll destroy you, Ahmed. You are a liar. I hope the Muslim also took screenshots that will destroy you, you're a liar. And now, explain how your Lord the Almighty write of an angel. You are Adran Ahmed. Now you,
Tell me, I explain that you are liar. It's not speak about the heavy Lord, no, about not his heavy. No, you are liar. Because all the people explain this, not like you, because you are liar. They say not about the heavy. Die Gelehrten der Überlieferung haben es so interpretiert, dass es sich um den Gewicht des Urteils handelt und weil der Sprache keine wesentliche zu interpretieren, dass ihrem Thron und dann auslegen. Das ist nicht das, was du gesagt hast, die Ahmed, ihr Lügner. Ich weiß, dass ihr Lügner. Also, I destroy you, not you me, not. Now, explain how your Lord righted of angel, small baby angel. Antwort im Psalm 18, Psalm, no, your no, Lord, your, no, Psalm, no, I destroy him, now away. He explained, why I run away, why you must ask me, but yeah, I don't then. Ask, I ask, explain, why your Lord righted of an angel, and you lie about Seeger, I make video against you about this verse, that's the Steiner, Allah hand, you are a Dubisan, a Lügner, that's not from Muhammad, it's from Ibn Abbas, with Ta'wil, lass mich ausreden, weil ich hab mir attackiert alle, und diese ist nicht authentisch, du Lügner, du Abu Seeger, ich habe ein Video gegen dich gemacht. Now, Ahmed, if you are a man enough, tell them how your Lord, your lovely Lord, righted an angel, cherubim. Cherubim and cherubim, it's a small angel. It's your Lord, a pedophile, because he writes the cherubim. It's thank God, a pedophile, but write an angel. No, yes, yalla. No, let me speak. Du hast gesagt, Hamdi, ich lass dich, lass mich speak. You're running away from the topic. God writes my, okay, what? No, not run away. You run away. I explain to you. Now, I explain. No. I explain. Also, tell me in Psalm 108, warum dein Gott reitet ein Engel? Dein Gott reitet Engel. No, not run away. I destroy him. I explain. There is no one explain the heavy of the Lord. No. But they say this is not the heavy. It is metaphoric. It's not the, that means Lord is heavy. But now explain how your Lord, the heaven and the earth, are righted of small children. Of small children, you liar. Now you will destroy. You are, I get you. And I destroy you all, one by one. Patrick, I come to you. Babylon, I come to you. Don't worry. I will destroy you. Ich werde euch zerstören, ein nacheinander. Kannst du lachen? Also, meine Zeit bald vorbei. No. Also, warum redest du nicht, wenn er redet? Hä? Du bist eine Schlange. Wie Jesus sagte, Matthäus 7, sei wie eine Schlange. Antworte, wie dein Gott kann, reite dein Engel. Yalla, yalla. Ahmad, God bless you, brother. God bless your brother and sister. You see in front of your eye, this handicap worshiper, he didn't trust his Allah. He destroyed his prophet. He destroyed his companion. He destroyed his all his scholars to. Oh, is not Allah heavy? No, for the sin. There is no such a sin on the hadith. I'm downloading Google Chrome now to show you in Germany language. I will translate to Germany language to everybody speaking Germany language to see this handicap worshiper destroy, first of all, Muhammad and Ibn Abbas and Ibn Mas'ud and Umar ibn al-Khattab and Ibn Taymiyyah and al-Qadi Abu Ya'la and the other scholar, Abdullah Abdurrahman, Abdullah ibn al-Imam Ahmad, all of them bring same hadith and said, literally, let me show you again, and anyone can take a screenshot now and go translate. Anyone take a screenshot, but you destroy yourself, Mr. Hamdi. So here, he said... Can I translate to the people? So take a screenshot, guys, and translate those three columns. So here, very clear, he said, when Allah will get heavy on the angels who carrying the throne, right, from the beginning of the night. So why Allah will get heavy? Because there is disbeliever. Allah will get heavy on his throne because of disbeliever. When disbeliever left and the believer only staying there, is not heavy anymore. And here
He said, J.F. Peter, talking about who narrated the hadith, he said, this scholar is good scholar and authentic and believer who brings the hadith. And also, no one denied, and he is not from one Jahmiya to deny Allah is above. And also from Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal, yeah, in the book of Sunnah. Listen, I know this all I show you. It's not me, the heavy of Lord. It's not me. It's not me, you are a liar. No, don't run. Yes, I get you. Don't try, I catch you. Don't try, make me big. Don't try, I catch you. Don't try, you liar, I catch you. Coward, it's my term. Now show me in Arabic language from which website you bring it, what you're talking about. Because you are a liar. The hadith. I'm going to tell him in German. Also Leute, es geht darum, er hat eine Quelle gebracht. So after I finish my term, brother, after I finish my time, take your time to talk. Right? So I bring the brother and sister from four books, and I bring it three different hadith, not one, three different hadith, right? And I bring verse from Quran, an interpretation of the verse from Quran, proving literally Allah physically sitting on his throne, and his throne didn't carrying Allah well, because Allah is heavy and the throne make a noise, like someone heavy sitting on a small chair, make a noise, right? And I bring the authenticating of the hadith from four books. I prove it to this guy. First of all, he bring it a book, a website, Shia website to me. Now he bring it website in Germany language. He's scared to show me in Arabic from where. But I prove it today. He is a Jahmi. He denying Allah sitting on a throne. He denied. So however, Imam Ahmad said, however denied Allah sitting on a throne or denied any attribute of Allah, he is a Jahmi. He is not Muslim anymore, which means his wife get divorced from him. Because Imam Ibn Hajar al-Asqalani, he said, بَلِّغُوا نِسَاءَهُمْ أَنَّهُنَّ طَوَالِقْ, tell their wives those divorced from them. Now, Mr. Hamdi Dawa, tell your wife, your wife divorced from you because you become outside of Islam. You are a Jahmi kafir. You denied Allah sitting physically on his chair. Congratulations, Hamdi. Take your time and show me website in Arabic. Yalla. Also Leute, ich übersetze das Ganze mal. Hamdi hatte am Anfang eine Shia-Webseite gebracht, deswegen hat er auch die Kamera schnell gedreht, weil Ahmad ihn erwischt hat. Ja, so, jetzt plötzlich bringt er eine Seite und übersetzt es auf Deutsch, zeigt aber nicht, was für eine Webseite das ist. Jetzt möchte Ahmed, ja, die Seite haben, welche Webseite das ist und was, damit wir prüfen können, welche Quelle er sich das herausnimmt, okay? So, also eine Sache, was wir beachten müssen, unser lieber Hamdi hat seine eigenen Gelehrten eigentlich quasi selber vernichtet, quasi selber degradiert. Und jetzt werden wir gucken, ob unser lieber Hamdi uns die Webseite zeigt und dass wir dies überprüfen können. Hamdi, nein, das ist es nicht. Geh ganz zurück und zeig uns die vorherige Webseite, weil du bist ein Täuscher, Hamdi. Ich sehe das gerade. Hamdi, komm nicht mit einer anderen Webseite. Geh wieder zurück auf der alten Webseite, wo du warst, weil ich hab das immer noch im Auge, was du uns vorher gezeigt hast, Hamdi. Wir geben dir jetzt die Rede recht. Zeig uns die Webseite, wo du es auf Deutsch übersetzt hast. Und komm bitte nicht mit einer neuen Webseite, weil jetzt haben wir dich. Jetzt bin ich gespannt. Wir geben dir jetzt Rederecht. Oh, Hamdi. Today you are going to be a Christian, Hamdi. Oh. Heute wirst du Christ. Zeig uns. Also, lass mich ausreden, wie du holst du ihm, du Angsthase, lass mich ausreden. Ich hab dir erklärt, ich verleugne Ulu Wallahi nicht, ich verleugne, la
أنفي علو الله. أنا من أهل السنة والجماعة. I don't lie about علو الله. I accept it, but Allah not like us. When you said he's heavy, the people said there is no scholar. Explain how you explain your liar. Because you are a liar. They don't say he's heavy because Allah ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. This nothing like Allah. If you show me, you show me, that's mean white, that's mean he's heavy with his, like you say, he eat like your Jesus, eat and grow up like a man, I say you are right, but you are a liar. You lie against the people and you think I am, no, I am not Jahmi, I believe. No, don't make this. Don't Mwalla. Is Zayd unfair? Also, explain now, Ahmed. Don't speak. Leise. On a foot of the Kiru, on the floor. No, lass mich speak. Nein, ich hab attackiert, jetzt attackiere ich euch. No, is Zayd, du bist unehrlich. Quex, du bist unehrlich. Erklärt, ich habe ihm erklärt. Okay, warte, lass mich reden jetzt. Warum? Ja, genau, weil ich ihn zerstört habe. Es gibt Muslime, ich sag's euch, es gibt keine Gelehrte, der gesagt hat, es sind die Rede von Allah Gewicht. Lügen, stimmt nicht. Er hat das so erklärt, was ein Lügner. Warum? Nein, lass mich das reden. Nein. Also die Frage hier, ja, wegrennen, weil du gelogen hast. Weil es gibt, lass mich ausreden. Es gibt kein, lass mich ausreden. Es gibt keine Gelehrte, der gesagt hat, dass Allah schwer mit seinem Gewicht. Er ist ein Lügner. Ich habe euch gezeigt, das stimmt. Okay, haben die. Bring uns die Webseite, ansonsten, du hast klar und deutlich heute verkackt, Hamdi. Klar, jetzt ist er rausgegangen. Hey, this is... Hamdi, du bist der Beste. Hey, Hamdi, you are so amazing. Hamdi, ich lass dich nicht reden, weil du das Thema wechselst. Hamdi, du wurdest ekelhaft begraben heute. Yeah, let me let you speak. Hello, everybody. Hello, everybody. Yeah, give Ahmed. I have my brother, iPad open too. And yeah. After Ahmed, give me the time because this Ahmed Habibi. Hamdi, okay. Do not insult my Jesus. I will insult you, Muhammad and Allah, and I will spit on them. Okay? Give Ahmed the mic, please. Yeah, okay. I think Ahmed wants to speak for a second. Hold on. Give me a second. Oh. Hamdi. Today, you are... Whew, you're going down. Oh, this is so bad. Brother, this is... I downloaded only Google Chrome. A gift for Prophet Hamdi. Peace and a blessing be upon him. Yeah. Let's read it in Germany language. This is from greater than Ibn Taymiyyah also. Al-Qadi Abu Ya'la. Right? So Abu Hajar can read for you because I'm going to toilet quick. Abu Hajar, mach weiter, Bruder. Ich bin gleich wieder da. Okay, Bruder. Page number. Is it clear, right? The camera is clear? Genau. Yes. Page number 537. Okay. After the chain of narration, I want you to read from here. Okay. Der Allerbarmherzige, Ehre sei ihm, wird es tun, belaste die Träger des Throns vom Beginn des Tages an, wenn die Poleitesten aufstehen bis zum den Tag, an dem die Lobpreiser aufstehen, er wird die Last auf den Trägen des Throns erleichtern. Abu Bakr ibn Abi. So, Allah will get heavy on a throne or not? Yes. Yes. So why he lie? He's why a liar. He Let me bring another website for you to translate to the Germany language. Because this handicapped worshipper came to lie on language. Why? Because the people didn't understand. Some people didn't understand English. Some people didn't understand Arabic. Right? He came to lie on you. Let me bring this also. Right? And we will see. This is from Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah also. Let me open it and translate to Germany. Yalla Habibi, translate please. Translate to Germany. I love you, man. Thank you, Prophet Google. Peace and a blessing be upon you. Go ahead. This is from who? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, correct? Ibn Taymiyyah, yes.
cool. Now we go to part 3, page 270. Right? Yeah. Yes. This is the hadith. Go ahead. Er pflegte zu sagen, dass der Allergnädige Ehre sei ihm diejenigen belasten würde, die den Thron tragen vom Beginn des Tages an, wenn die Polytheisten auferstehen, bis zu dem Tag an, an dem die Verherrlichsten auferstehen, an denen, die den Thron tragen, die Last erleichtern würden, sagte Al-Qadi und Abu Bakr bin Abi, Khaitamiya erwähnte. Ja. So, Allah will get heavy on the throne or not? What? Allah will be heavy on the throne or not? Yes. So, why he lie? This is from Islamic website, Al-Maktab al-Shamila, from Sunni website. This is a book of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah when he responding the Jahmiyyah kuffar like Hamdi. Hamdi, I just want to tell you, according your scholars, Salaf, your Salafi scholars said, if you denied Allah's one of Allah's attributes, because Allah, one of Allah's attributes sitting on the throne, if you denied one of Allah's attributes, your wife will be divorced from you. So your wife is divorced now, congratulations. You have to return back and return to Islam from the beginning, because now you become kafir. You denied Allah sitting on the throne. And he's now out of Islam. Yes, out of Islam. Yeah, so your Prophet Muhammad and Umar ibn Khattab and Abdullah ibn Mas'ud and Ibn Abbas and Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Darimi, Ibn al-Jawziyya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, all your scholars, Salafi scholars, admitted and proved and believed you're Allah sitting on a throne. And the hadith from the beginning, interpretation of the Quran, I will bring it in Germany language too, the interpretation. Please, guys, I want you to read it also in Germany. First time when I join this, I bring interpretation for him, right, from interpretation of the Quran, and he denied that, and he said, no, let me bring it. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Why? Muhammad said, today will carry Allah's throne, 4, and the day of judgment will be 8. For which reason? Because Allah will be heavy. Let me bring it, brother. If my time gone, give me one more minute to just show with the interpretation, okay? وَيَحْمِلُ عَرْشَ. Yes, this is Imam al-Tabari. I will translate to to your language, Germany. Bruder Flexer, schaut mal, lass mich, ja, eine Sekunde bitte, Bruder, eine Sekunde. Ihr habt alle gehört, dass Hamdi gesagt hat, er hat ein Video über mich gemacht und das mit dem Stein nicht authentisch ist. Habt ihr alle gehört, oder? Er hat ein Video gemacht und hat seine Glaubensbrüder angelogen. Guck mal, ich zeige euch das jetzt, was nicht authentisch ist. Der Bruder Ahmad kann euch das ja auch zeigen, der kann ja Arabisch. Guck mal, 800 Leute haben gehört, ich habe einen nicht authentischen. So, Anas mit einer Übertragungskette, die bis zum Propheten zurückverfolgt werden kann. Der Stein ist die rechte Hand Gottes auf Erden. Wer seine Hand an dem Stein abwischt, hat Gott dem Allmächtigen die Treue geschworen und ihm nicht ungehorsam zu sein. Da habt ihr es. Auf derselben Seite, wenn ihr liest, findet ihr den Hadith auch, wo steht authentisch. Also wie gesagt, der Hadith ist nicht daif. Nix von Ibn Abbas. Der hat einfach gelogen. Und in dem Video gegen mich hat er auch einfach gelogen. Und Leute, Flexer, die Seite, die er gezeigt hat, heißt 12imam.de. 12imam ist eine Shia-Seite. 12imam.de ist eine Shia-Seite? Also 12imam hieß die Seite. Deswegen hat er die ganze Zeit die Seite nicht gezeigt. Weil das hätte ihn begraben. Ich habe das aufgenommen, Bruder. Ganz kurz. Ich habe das aufgenommen. You were right. He showed us a Shia website. That is crazy. That is crazy, Ahmad. Wow, he showed us a Shia website. That is insane. That is insane. Der hat einfach eine Shia-Webseite gebracht, der Hamdi, und hat es uns nicht gezeigt.
Und ey, das ist der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Deswegen ist er die ganze Zeit weggerannt. Die Seite hieß, weil der ist so zurückgegangen. Die nicht so lügen müssen wie diese Muslime. Das ist echt der Wahnsinn. Guck mal, überlegt mal, Leute. Wenn man im Namen von Gott lügen muss, nur um seine Religion zu bestätigen, Leute. Das ist so ekelhaft. Das hat nichts mehr mit Bruder, Gott zu tun. Gib meine Zeit weiter. Ich wollte nur mal zeigen, dass das eine Erzählkette hat bis zum Propheten und es auch authentische Übertragungskette ist. Somit hat er wieder über mich gelogen. Auch in dem Video, was er gegen mich gemacht hat, hat er gelogen. Er lügt einfach nur. Ich frage mich, warum ihn Muslime überhaupt noch folgen und ihm glauben. Er ist ein notorischer Lügner. Gib meine Zeit weiter, Bruder. Ich wollte mich nur verteidigen, nicht, dass wieder über mich gelogen wird. Okay, alles klar. Alles klar. Okay. We give it to Ahmad. Ahmad, here we go. Ahmad, you can speak, my brother. Yeah, brother, sorry, I start to drive. So let me just give me 5 minutes be in home, and I will approve it from other books too, not just only one or two, right? Just give me time to arrive to home. Can you give the brother back? So, yeah, if you give the mic to Babylon, is better till I arrive in home, bro. And if we have any sheikh, include Handy, come up. Okay, all right. So, Leute, speichert euch das bitte ein. 12imam.de. Shia-Webseite hat der liebe Hamdi gebracht. Was ich euch mitgeben möchte, seht ihr, Leute, wie verwirrend der Islam ist? Seht ihr, Leute, wie der Islam eiskalt täuschen muss, um ihre Leute zu bestätigen? Das ist das, was ich immer sage. Ja, das ist mehr als nur traurig, dass man so dreckig lügen muss. Um was? Um seine Religion zu bestätigen, um seine Leute zu bestätigen, Leute. Das ist richtig traurig eigentlich, Leute. Eiskalt bringt er eine Shia-Webseite, Leute. Das ist so traurig, Leute. Er verarscht seine eigenen Leute und bringt eiskalt eine Shia-Webseite. Der wurde, vor allem das Lustige an der ganzen Sache ist, Leute, Ahmad hat ihm einfach eine Falle gegeben. Und er ist auf die Falle sogar getappt. Das, Leute, deswegen Yeshua al-Messihu Akbar. Jesus Christus ist die Wahrheit. Wir müssen nicht für Jesus lügen. Wir sprechen nur die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit, die Ewigkeit, das lebendige Licht. Ganz einfach, Leute. Wir müssen nicht lügen wie der Islam. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Leute, alle mal ein Amen in den Chat. Alle mal ein Herzchen für Jesus Christus. Alle mal ein Amen. Wir sind in der Wahrheit. Wir müssen nicht so dreckig lügen wie der Islam. Amen. Amen. Wir geben mal kurz an Babylon weiter. We let Babylon speak. Alright, here we go. Here we go. Babylon here. Here we go, Babylon brother. You can speak Babylon, my brother. Hey, hello, everybody. God bless everyone. He said Ibn Kathir and all these names. And I have a Tabari, Ibn Kathir, and Tafsir Ibn Kathir. And also the Prophet, blessing above him, says, has spoken the truth. The Prophet has spoken. The Hadith was classified as Sahih. Sahih. Oops. Hold on. Okay. I'll make you big. Give me a second. Sorry, I did a mistake here. I'm gonna make it big. Bruder, 12imam.net, nicht de. Ich habe mich versprochen, ist ja keine deutsche Seite. Wollte ich nur mal sagen. 12imam.net. Okay. Lass nur bitte den Babylon weitermachen. Okay. Okay, the Hadith was classified as Sahih by Ibn Kathir and by Ahmed Shakir in Tahqiq al-Musnad. And it, let me see. This is Hadith Sahih, it's not. Yeah. It says that Al-Bidayah wa Nihaya, volume 121, this is Hadith with is Sahih Isnad.
So if they go to, it's not, it's Sahih also. It's men are thaqa. Thaqat means trustworthy. Trustworthy. In Arabic, yeah, trustworthy. Yeah. Here you go. Trustworthy, see, in English, trustworthy. Mm-hmm. Indicated that the barriers of the throne today are 4, end quote, and the judgment day will be 8. They will carry, well, I don't want to read the whole thing. In the beginning will be 4, and at the judgment day will be 8. Why? Because we'll have the kursi of Allah, the throne, and whoever is on the throne. And sometimes will be light, sometimes will be heavy, because Allah, well, I don't want to read the whole thing. Allah will like try them. Yeah. And Allah will make it easy for them to lift the throne, and who's above the throne? Him, because it's his will. So it's all Sahih. What's his name? Hamdi, my Mut'a girl, he's always lying. He brings Shia, he brings weak hadith, and of course, there is a new scholars in Islam later on came to destroy what the first scholars, Ibn Kathir, Ibn Abbas, all these nice big names. The new scholars, they don't like what these scholars said. So they want to destroy these scholars to make it, no. Allah has no form. Allah is nothing like him. How can we, like, there's no weight for him, like Hamdi was trying to say. Well, I don't know whether your book says they're going to lift up the throne and Allah. Allah's butt is going to be big. Wow, insane. You know what I'm going to do? I'm going to preach the gospel for my brothers and sisters for a second, and then we continue. Crazy. Leute, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. We don't have to lie when we speak about God. That's why Jesus Christ is the truth for every brother and sister who's inside here, who speaks English, German, other countries, Arabic, Christians, whatsoever, our Aramean brothers, Armenian brothers and sisters. I love you guys all. We speak the truth. Jesus Christ is the truth. And we don't need to lie like the Islam. We stay in the truth. We speak the truth. That's it. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen nicht täuschen wie der Islam. Ihr habt selber gesehen, was der Hamdi gemacht hat. Er kommt rein, bringt Schia-Quellen, versucht seine Religion mit Lügen zu bestätigen. Wir im Namen des Herrn Jesus Christus nicht lügen, sondern Jesus Christus ist derjenige, der das Evangelium uns weitergibt, der uns die Wahrheit gibt, und wir geben die Wahrheit weiter und predigen die Wahrheit. That's it. We don't need to lie for our religion, because Jesus Christ was always in the truth. Er hat immer die Wahrheit gesprochen. Der Satan war aber schon immer ein Täuscher und ein Lügner. Und das habt ihr heute selber gesehen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Leute. Deswegen lese ich mal eine schöne Bergpredigt für euch, ja, aus Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir Christen werden verfolgt. 360 Millionen Christen weltweit werden verfolgt. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus hat uns versprochen, wenn wir verfolgt werden, wegen seinen Namen, werden wir was? Das ewige Leben empfangen. Und was? Das Reich der Himmel wird unser sein, dass wir mit dem Herrn in Ewigkeit sind. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Wir sehen ja, der Islam redet gegen das Christentum. Der Islam greift das Christentum an. Und Jesus Christus sagt hier in der Bergpredigt, wenn sie euch verfolgen, lügnerische und jegliche böse Aktionen gegen euch verwenden, Leute, habt keine Angst, denn unser Reich ist da, wo der Herr Jesus Christus ist. Und das ist der Paradies. Wir werden verfolgt, aber wir haben Amen. 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 Ich küsse dein Herz. Amen. Bruder, mach mich mal kurz groß. Lass uns mal Sargnageln zumachen. Eine Sekunde. Alle Ehre,
Ganz kurz bitte, Abu Ziege. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass er uns dieses Evangelium gegeben hat, dass wir diese Wahrheit sprechen können. Okay? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ebenfalls haben sie die Propheten verfolgt, meine lieben Geschwister. Ja, merkt euch das. Ja, sie haben die Propheten verfolgt, jetzt verfolgen sie uns. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Unsere Rüstung, unsere Waffe ist der Herr Jesus Christus. Wir müssen nicht für Allah vergelten, wir müssen nicht für irgendjemanden vergelten, sondern der Herr Jesus Christus vergeltet für uns. Wir haben die Rüstung Gottes, er beschützt uns und wir werden das ewige Leben empfangen, wenn wir ihm folgen. Im Namen des Herrn Jesus Christus beten wir. Amen, Leute. Amen. Ich möchte noch einmal, Amen. Dass alle in dem Chat ein Amen, Leute. Das ist stark, Leute. Flexa, Bruder, ich liebe dich einfach. Das hast du sehr gut gesagt. Alle mal ein Amen, Leute. Ich möchte wirklich, dass alle wirklich ein Amen, alle, die in Christus sind, wirklich alle einmal ein Amen in den Chat, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. I love you guys. Wirklich alle mal ein Amen. Leute, eskaliert, vernichtet den Chat hier. Alle mal ein Amen, Leute. Schämt euch. Lass uns mal Liebe zeigen. Bei denen in ihren Lives ist nur Hass. Bei denen ist nur Hass. Eskaliert hier alle mit den Amen, Leute. Ich möchte, dass ihr heute richtig eskaliert, Leute. Alle mal ein Amen hier rein. Eskalation pur, Leute. Eskalation. Ein Amen. Ich küsse doch eure Herzen. Abo Ziege, jetzt machen wir dich groß, mein Bruder. Bruder, ich wollte nur den Sargnagel zumachen. Schiitische ja. Seite, 12imam.net. Ihr habt alle den Layout von seiner Seite gemerkt, ne? Da gehst du unten drauf und da wirst du auf die Seite mit den Quellen verlinkt. Das ist genau mal, die Seite, die er gebracht hat. Look, Brother, Babylon. Prophet Ahmad X Muslim Brothers, look, the Shia side. He bring his sources from the Shia side. I told you, brother, from the beginning, I told you, because I read the first two words. I told him, I told him literally, read the two words, first two words. He's scared that they bring it. The Shia website to respond to religion? Coward. Brother, look, if you, 12imam.net, and you go under, there is a link to this site with sources. Shia site, brother. Yeah, yeah, that Shia, that wow. Shia Quelle gemacht. So ein Mann. My brother. Hey, Hamdi, du hast dich heute so blamiert. Hamdi, if you are still here, Hamdi, I just want to tell you something. Hamdi, du hast dich heute, du hast deine eigenen Leute das Bein gestellt. Du hast deine eigenen Leute, Hamdi, so das Bein gestellt. Und das Gute daran ist, jeder soll sehen, dass du in Lügen leben tust. Du lebst in einer Lüge, in einer großen Lüge lebst du. Du hast deine eigenen Leute heute verarscht. Aber so dermaßen. Und ich finde das so traurig, dass diese Leute deine Lüge weiterhin folgen. Diese armen Menschen, die tun mir so leid, die sind so irregeleitet. Diese armen Menschen sind so irregeleitet. Das ist der Wahnsinn. Du hast deine eigenen Menschen, deine eigenen Leute hast du verarscht. Hamdi, schäm dich. Ich hoffe, unser Bruder Anonym nimmt das gerade auf. Und dass wir alle dieses Video schneiden und hochladen. Und es muss so gut wie möglich sein, so dass wir nicht gesperrt werden. Hamdi, du hast deine eigenen Leute verarscht heute. Wow. Hamdi. Alles. Wow. Ich habe alles die ganze Zeit aufgenommen. Alles. Bruder, bitte schick mir das oder schick das Flex, Bruder. Flex, wow. I can show you also, when Allah becomes angry, he will become heavier. When he's pleased, he will become lighter. Oh my God. And this is Sunni books. Yes. What? I have it here written. Yeah. When Allah becomes angry, he will get heavier. When he's pleased, he's nice, he becomes light. Light. Yeah. Their books, guys. Their books. Wow. That's why I tell my brothers and sisters,
guys, Jesus Christ is the truth. We do not have to lie like the Islam. We stay in the truth. Wir bleiben bei der Wahrheit, Leute. Ihr habt selber heute gesehen, was für Lügner das sind. Und dann verarschen sie auch noch unsere dunkelhäutigen Brüder und wollen, dass diese auch konvertieren. Leute, heute habt ihr gesehen, wie der Islam ist. Der beste Mann, der hier heute reinkam, hat so dermaßen getäuscht und hat alle verarscht. Wow. Wow. Leute, folgt alle anonym 43 für das Video. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wow. Also ich bin so schockiert, also dass man seine eigenen Leute so dermaßen verarscht, das ist mehr als nur traurig. Wow. Ahmad, my brother, I think you want to show us something. Should I make you big? Yes, yes, brother. Let me put it up in Germany language, right? Yeah. And I want you to read it. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, for a handicapped worshipper didn't lie again. This is from Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. I have a physical book at home. When I be in home, I will show you. But let me translate this book now to Germany language. Okay, let me remove this picture. Yeah, no problem. This again. So why? Second brother. Yes, now is good. So here's the book from Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. I need someone to read for me, please. Abu Ziege, hast du Lust vorzulesen? Ja, 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 na klar. Ja? So im Buch Al-Asma, von ihm mit einer authentischen Überlieferung hätte, dass ein Mann zu ihm kam und sagte, oh Abu Ishaq, erzähl mir von Al-Jabbar, möge seine Majestät sei verherrlicht. Die Leute wussten das zu schätzen und Kab sagte, Brother, go up, please. Verlasse den Mann, denn wenn er unwissend ist, wird er lernen und wenn er kenntnisreich ist, wird er an Wissen zunehmen. Dann sagte Kab, ich sage euch, dass Gott geschaffen hat, sie im Himmel und die Erde gleich ihm. Machte er was zwischen den beiden Himmel, ist zu dem, was zwischen den Himmel dieser Welt ist und der Erde ist. Und dann machte seine, oh, es hängt ein bisschen. Und Brother, go up, please. Ich glaube, es hängt bei ihm oder bei mir. I think, Ahmad, your internet, are you moving or not moving? Looks like your internet, you're freezing. Hört ihr mich, Leute? How about now? Yeah. Yeah, now it's better. I think it's better now. Ist zwischen den Himmel. Go up, please. So, richtet er den Thron und richtet ihn aus, sodass die Himmel darin waren. Die Himmel außer ihm wie die Halterung der Satteltaschen, das erste Ding, das sich unter der Last des, unter der Last des Allmächtigen über ihm bewegt. There is written in Germany, brother. He is so heavy for his throne. MashaAllah, look the chain of narration now. Read the chain of narration here. Yes, yes, the narration is Sahih, brother. This Sahih. It's authentic. Sahih. It's authentic, brother. So Allah will be heavy. Ya haram. I think Allah eating barbecue 24 hours, right? He's sitting and eating barbecue and dingy dingy with a whole lion. He do nothing, just sitting on his throne. So why Allah will be heavy? We just want to know. Hamdi, don't be Shia. Haram. Don't be Jahmi Kafir. Haram. Trust your religion. Trust your Allah. You denied one of Allah's attributes. You denied Allah sitting on a throne. You become Jahmi Kafir. Your wife get divorced now. You have to marry your wife from the beginning and return to Islam. This is my advice to Hamdi. Because Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, even Ibn Hajar said, even Imam Ahmad said, even most high scholars, Salafi said, tell him, if he denied one of Allah's attributes, his wife get divorced from him. So now he divorced his wife. Why? Because he become kafir. He has to repent and accept Allah sitting on his throne, physically. Right? God bless you. I need just 2 minutes, I'm beside the home. And I will show you another books, and I have a lot of books, physical book to prove it. God bless you.
God bless you, my brother. Thank you a lot. Er hat jetzt einen Großgelehrten gebracht, der in einer authentischen Überlieferung sagt, dass Allah sehr, sehr schwer ist. Also, Bruder, aber wie schwer? Ab jetzt, liebe Christen, wenn ihr zu den Muslimen hochkriegt, fragt alle, wie schwer Allah ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir nicht solche Hirngespinst haben und dass der Herr Jesus Christus uns die Wahrheit gibt, dass wir ein sauberes Evangelium weitergeben können und dass wir weiterhin in der Wahrheit bleiben und dass wir so eine Lüge niemandem beibringen müssen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. I love you guys. Ich liebe euch. Ne? Flex, mein Bruder, ich würde nur etwas sagen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wollte dir nur sagen, ich danke dir dafür, was du hier machst. Ich schaue dein Live schon sehr, sehr, sehr lange und es, wie soll ich sagen, also jedes Mal, kurz bevor ich ins Bett gehe, ich freue mich jedes Mal, ich schaue in dein Live hier hinein und es freut mich, dass du so viel Positives verbreitest über unsere Religion. Ich danke dir wirklich. Und wie gesagt, danke, dass es dich gibt. Ich danke deinen Eltern, dass sie so einen wunderbaren Menschen wie dich auf diese Welt gebracht haben. Danke. Wie gesagt, Bruder, ich danke dir wirklich und ich wollte nur sagen, danke, dass es dich gibt. Bruder, erstmal alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bedanke mich dafür, dass du hier hochgekommen bist, dass du mir so schöne Worte gegeben hast. Ich werde heute wegen deiner schönen Worte, werde ich richtig schlafen. Ich werde schlafen wie ein Baby und ich bedanke mich dafür, dass du mir wirklich diese schönen Dinge gesagt hast. Das lässt mein Herz aufblühen und ich wünsche es mir vom Herzen, dass wir beide im Paradies einfach mit dem Herrn zusammen aus einem Kelch zusammen trinken, ich und du, und dass wir mit der Gemeinde, alle anderen, die hier sind, dass wir einfach zusammen alle sind. Ich bin froh darüber. Wie gesagt, wenn wir im Paradies sind, ich werde auf euch warten und ich bin froh darüber, dass ich dann mit euch zusammen sitzen darf, mit euch mein Leib und mein Brot teilen darf. Und wie gesagt, ich danke dir wirklich dafür, Flex, dass es dich gibt. Ich schaue dich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich danke dir wirklich dafür. Also deine Eltern danke. Haben alles richtig gemacht. Sie haben einen so einen wunderbaren Jungen in die Welt gebracht, so einen wunderbaren Menschen. Ich danke dir wirklich dafür, Alex. Wie gesagt, danke, dass mir kommen schon fast Tränen. Hör auf, Mann. Bruder, super. Danke, dass ich wirklich ganz kurz hier sein hab dürfen. Es freut mich wirklich, Flex. Ich danke dir wirklich und ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Wie gesagt. Jesus Christus sei mit euch. Ihr wisst ganz genau, unsere Religion, das ist einfach die wahre Religion, das ist unsere Religion. Ich liebe euch wirklich. Ich danke dir, Flex. Mein Bruder, meine Geschwister, ich liebe euch. Gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich danke gute dir, Nacht. Dir. Danke dir. Danke dir. Danke. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Dean. Sehr, sehr schöne Worte. Das ist Wahnsinn. Wow, 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 wow. Also Leute, also da kommen mir schon, da kommt es so hoch und das ist wow, Leute, das sind sehr, sehr schöne Worte. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir einfach wieder dieses Zusammenhalt, dass wir mit den Brüdern und alle anderen wieder zusammenfinden, dass wir miteinander kommunizieren und dass wir einfach ja wieder zusammen sind alle. Ja, Dean, ich küsse doch dein Herz. Ne? Mir reicht es schon, wenn ihr liken tut. Ich bedanke mich zehnfach bei euch und soll euch der Herr zehnfach belohnen, Leute. Ja, wow, Leute. Wow, wow, wow. Da fehlen mir wirklich die Worte. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Also da will man, Matt, ich danke dir doch, danke. Da will man das Evangelium teilen und da hat man so innerlich so diese leichte Blockade, diese Liebe, die einfach da drin ist, das ist Wahnsinn, Leute. Ne? Danke, Mimi, Bruderherz. Wow, das ist krass. Wow, Babylon. Are you there, Babylon? Yes, my brother, what's up?
I just want to tell you that we have a very beautiful community. Our Christian community is so big, it's amazing. Yes, brother. I believe you. And I believe in thee who is came to save us, Habibi. We don't have such things, Islam upside down. This guy doesn't accept that guy doesn't accept this guy. Tafsir, 2 billion scholars, 2 billion hadith, 10 billion, whatever. We don't. We have one Jesus, and he says, love, love, love. One message. All the Christians, all of you guys, look, what are we doing? We're not trying to humiliate Muslims, believe me. We destroy Islam because Islam is too weak. It destroy itself by itself just by reading the books. Simple, simple, simple. Not because we're strong, not because we're smart, not because we know everything. Islam is huge. It's deep. The more we read, more we find stuff. More we read, more we find stuff. Christianity, we don't have such things. Last 2-3 weeks, Flex, I've been reading to Muslims and they're shocked that David, the Jewish guy, David, 1,700 years before even Muhammad was born, he was reading the Quran. 1,700 years, guys, before even Muhammad was born, David, the Jew guy, was reading the Quran, the book. Muslims, they don't have an answer. They're saying, how can this be possible? They can't. Yeah, it's written in their books. They don't even know. I know. They don't know. That is the guy's problem. Like, I don't know what to tell you, Babylon. I was like, I don't expect you to tell me. I'm showing you that your book is saying your Quran, it's a copy from other people. Wake up. The problem is that they can't defend their books. That is the problem. That's why they jump to the Bible. Nochmal, Leute, das Problem ist, warum sie nur über die Bibel sprechen wollen, ist, weil sie ihren Glauben nicht verteidigen können. Ihr habt es ja die letzten Wochen gesehen. Es ist egal, welche Frage wir denen stellen, sie können anhand des Korans nicht antworten. Ja, und das zeigt schon mal, dass das nicht das Wort Gottes ist. Die Bibel greifst du an, die Bibel hat aber eine Antwort. Ja? Klar, wenn du jemanden erwischst, der jetzt, sagen wir mal, nicht so das große Wissen hat und du stellst ihn eine biblische Frage, dann kann es sein, dass er es nicht weiß. Aber die Bibel hat die Antwort. Der Koran hat die Antwort nicht. Gottes. Das ist das. Das ist der Unterschied zwischen Bibel und Koran. Der Koran wurde nie von Gott inspiriert, die Bibel aber schon. Und deswegen haben wir biblisch, können wir auch biblisch antworten. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir das können. Amen. 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 Bilal, du wolltest was Richtiges sagen, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, mein Bruder, ich bin momentan im Urlaubsort. Ich kann nicht lange drin bleiben, ja. Ich bitte euch, liebe Brüder und Geschwister, dafür, dass ihr betet für mich, dass der Herr ein Wunder wirkt hier, weil ich bin ja in diesem islamischen Land und hier gibt es sehr viele Leute, die danach suchen und ich merke, wie Angst sie haben und so. Und dass ihr bitte im Gebet, dass ihr betet hier für mein Heimatland, ja, dass der Herr hier Wunder macht, auch Wunder, weil die Leute, die haben wirklich sehr viel Angst und ich merke, wie sie nach dem Herrn am Suchen sind, ja. Und dass er dort die Wege so öffnet, dass die Menschen hier die Augen geöffnet bekommen, dass sie von diesem Geist loskommen, ja. Weil ich sehe überall, wo ich hingehe, ich werde zwar, sind viele Leute auch, die dagegen sind und so, aber ich weiß, dass der Herr sehr große Wunder hier machen wird. Und bitte betet für mich, ja, für die Zeit hier. Ich bin für 21 Tage hier und bitte betet für mich, ja. Werden wir machen, Bilal, auf jeden Fall. Werden wir machen. Aber genau, verrate nicht, wo du bist, Bilal, das passt. Nichts verraten, Bilal. Verrate niemanden, wo du bist. Alles gut. Wir beten für dich, Bilal. Verrate niemanden, wo du bist, Bilal. Falls du noch hier drinnen bist und mir zuhörst, Bilal. Verrate niemanden, wo du bist, Bilal. Okay? Es muss keiner wissen. Wir beten für dich. Das reicht schon. Ne? Verrate niemanden, Bilal, wo du bist. Nochmal, ich wiederhole mich nochmal. Wir beten für dich, das reicht schon. Wir werden für dich beten, mein Bruder. Verrate niemandem was.
Weil, wie gesagt, das Internet kann man leider nicht trauen. Es sind ganz, ganz viele schwarze Schafe und einige Dschihad-Boys, die hier zuhören. Die nehmen alles auf, damit sie Christen jagen können. Ja, das sind Leute, die sollten eigentlich direkt bestraft werden. Aber die haben ihren Lohn schon längst empfangen, deswegen alles gut. Wir haben sehr, sehr viele Dschihad-Boys. Die würden sich sogar in die Luft sprengen für Allah. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir so einen Wahnsinn nicht machen müssen. Weil unser Gott vergeltet für uns. Wir müssen uns nicht in der Luft sprengen, so wie die das machen. So, deswegen Liebe an euch, meine lieben Geschwister und Brüder. Und Abu Ziege, du kannst gleich, mein Bruder. Ahmad, my brother. Should we make you big? Do you have... are you ready, Ahmad? Ahmad is sleeping. No, just Ahmad, give me time to arrive to my room. Just give me time. Oh, okay, no problem. Abu Ziege, mein Bruder, möchtest du was sagen? Bruder, ich wollte einfach Babylon fragen, ob er den Hadith zeigen kann, wo David den Koran gelesen hat. Mhm. Frag ihn doch ruhig. Ja, aber es ist anscheinend nicht da. Ich glaube, ich habe den auch. Irgendwo vor kurzem hat mir den jemand geschickt, aber ich würde den gerne haben. Aber ich kann andere Sachen zeigen. Du musst mir nur sagen, wenn nicht, dann nicht. Also ich habe auch genug. Okay, also bis jetzt, wie gesagt, teile ich einfach so lange das Evangelium. Ja, mach. Wichtiger als dieser Satanismus. Ja, genau. Also wenn dann das Evangelium weiter teilen. Also in Matthäus Kapitel 5, Vers 13 lesen wir, ihr seid das Salz der Erde, Leute. Ja, ihr seid das Salz der Erde. Und das lesen wir, wenn aber das Salz fade wird, somit soll es wieder salzig gemacht werden. Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den letzten, von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter dem Schäfel, sondern auf dem Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Ja, Amen. Amen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Erfüllung des Gesetzes, Leute. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist der Unterschied, Leute. Der Herr ist gekommen, um zu erfüllen und nicht um irgendwelche Propheten aufzulösen oder so, sondern er ist gekommen, um zu erfüllen. Und das hat er schon bereits getan. Denn wen hat er am Kreuz besiegt, Leute? Er hat Satan am Kreuz besiegt. Amen. Amen. Und deswegen werden wir eine Ewigkeit mit dem Herrn im Paradies haben. Warum? Er hat den Satan am Kreuz besiegt. Er hat unsere Sünde getragen. Für einen Moslem ist es nicht normal, dass der Herr Jesus Christus unsere Sünden getragen hat. Aber wir sprechen hier vom wahrhaftigen Gott. Nicht an irgendeinem Sure, wo jeder fünfte, vierte, sechste Sure: ich bin der Barmherzige und der Allerbarmer und der Beste und als Wissende. Falsch, ohne Kontext, kein richtiger Kontext. Die Bibel hat aber einen richtigen Kontext. Kannst nicht das Wort Gottes mit einem Buch vergleichen, der von einem Menschen geschrieben worden ist. 600 Jahre später kommt. Und will uns sagen, wir sind die Vollendung. Während jeder fünfte, sechste Vers mit: ja, ich bin Allah, der Allwissende und der Barmherzige. Total Theologie, total für den Arsch. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir so eine Irrlehre nicht haben. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden.
im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die Schriftgelehrten, die Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Deswegen merkt euch eine Sache. Die Erfüllung des Gesetzes warnt uns auch vor etwas. Ja, gleichzeitig auch eine Prophezeiung. Wenn wir das Evangelium verbreiten, verbreitet genau die saubere Lehre, was der Herr Jesus Christus uns gegeben hat. Wir haben einmal die Unitarier, die das leugnen, Jesus Christus ist nicht Gott. Vorsichtig, die Erfüllung des Gesetzes sehen wir hier, lehre das, was in den Schriften drinne steht, nicht außerhalb. Der Herr Jesus Christus warnt uns. Wenn du das Evangelium predigst, predige zu 100% das Evangelium. Nehme das raus, was in den Evangelium drinne steht und gib es weiter. Predige keine Irrlehre. Genau. Leute, hört ihr mich? Ich habe das Gefühl, dass ihr mich nicht hört. Hört ihr mich, Leute? Hört ihr mich, Leute? Das Gefühl, irgendwas mit dem Internet, Leute? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay, weil alles so steht. Oh, we can hear you, Felix. Alright. Okay, I was thinking maybe nobody can hear me. That's why. So, genau. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Wenn wir das Evangelium lehren, dann richtig. Wenn wir darüber sprechen, dann zu 100% das auslegen, was da drin steht. Ja, alles gut, Leute. Ich habe gemerkt, ihr seid alle so in der Ruhe, ihr hört alle zu, das ist schon mal gut. Vergesst aber nicht zu liken. Vielleicht schaffen wir die 500k Likes. Let's go. Ja, genau. Alles in Ruhe. Ja. Wenn wir die Verse nicht verstehen, Leute, empfehle ich euch einfach die Bibelstudie. Ja? Den einen oder den anderen konnte ich noch zurückschreiben, weil ich habe so viele Nachrichten, deswegen ist immer ein bisschen schwierig. Okay, das passt. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr gewisse Stellen nicht versteht, empfehle ich euch bitte, die Bibelstudie zu nutzen, ja, um die Antworten auch dann zu finden, okay? Weil ihr könnt nicht einfach so ein Vers auslegen, das funktioniert nicht. Ihr müsst, wenn dann schon, gucken, schauen, geht ins Gebet, ja, zum Beispiel, das Vaterunser ist zum Beispiel sehr, sehr mächtig dafür, ja, ins Gebet gehen und ich gebe euch Brief und Siegel, der Herr wird euch die Kraft geben, ja, um diese Sachen auch besser auszulegen. Ja, es ist so. Nur wenn man ins Gebet geht. Und ich hoffe auch, dass die Unitarier den Herrn Jesus Christus mit ihrer Zunge bekennen, dass er der Herr ist.